Klar, okay. Okay, eins, zwei, drei. Hallihallo da draußen. Guten Tag, falls das nicht zu früh ist jetzt von mir gesagt, je nachdem, wann der Stream losgeht oder nicht. So, ich hoffe, man hört uns jetzt beide auf beiden Streams. Das wäre das Optimum, was wir heute erreichen wollen. Das hoffe ich auch sehr, nach der ganzen Arbeit, die wir investiert haben. Ja. Kreuz und quer über Landesgrenzen und Zeitzonen hätte ich was gesagt, aber du bist ja in der gleichen Zeitzone wie wir hier im Norden, ne? Manchmal gefühlt nicht. Also es wird hier deutlich schneller dunkel und deswegen müssen wir auch mal schauen, dass mit dem Bild heute soweit alles passt, weil wahrscheinlich wird es hier jetzt innerhalb der nächsten Stunden einfach stockduster werden. Ja, bei mir sieht es wahrscheinlich nicht viel anders aus. Ich sage erstmal schönen guten Tag an die ganzen Leute hier im RPG-Heaven, die live zuschauen. Ich sehe auch schon bei mir im Chat, guck mal, da wirst du auch schon gegrüßt, Katharina, das ist schön. Ja, du musst natürlich übersetzen, weil ich sehe deinen Chat nicht und du meinen nicht. Das heißt, wir haben eigentlich mehrere Aufgaben heute. Wir wollen uns zusammen dieses hoffentlich wundervolle Spiel anschauen. Wir müssen miteinander kommunizieren, wir müssen mit dem Chat kommunizieren und wir müssen aber auch mit dem Chat des anderen kommunizieren. Deswegen sind wir quasi heute auch Community Manager. Ach, eigentlich soll das doch ein freier Tag und da halten wir uns sowas hier auf. Aber Katharina, erstmal, ich finde es super, sehr schön, dass wir hier trotz der physischen Entfernung zwischen uns dennoch miteinander einmal spielen können wieder. Trotz aller Widrigkeiten, Trotz du aller sagst es. Widrigkeiten. Genau, ich erkläre es kurz für die Zuschauer hier bei mir und können die gerne auch bei dir dann nochmal vorbeischauen. Katharina ist ja nicht mehr in Hamburg unterwegs, sondern ist in Österreich. Aber wir wollen trotzdem gemeinsam mal spielen, so wie wir es jahrelang vorher gemeinsam gemacht haben. Wir haben uns überlegt, hey, wenn das neue Dark Picture Spiel rauskommt, House of Ashes, kann man ja eh im Multiplayer spielen. Ich streame hier im RPG Heaven, du streamst. Man kann es auch sehen, bei mir im Fenster habe ich es nochmal eingebunden. Twitch.tv/cut-casino. Da bist du auch gerade live auf Twitch. Genau, wir haben uns gedacht, wir bilden beide Outlets ab. Gregor streamt ja, ich glaube, wenn ich das richtig so aufregend heute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eh lieber auf YouTube, oder? Also Ja, einfach, grundsätzlich. einfach. Also Twitch ist eigentlich auch kein Problem, aber das habe ich ja doch für EMP damals gemacht und meinen Twitch-Kanal nicht besonders groß gepflegt, weil ich ja auf YouTube dann unterwegs bin. Und wenn da eh die ganzen Leute schon da sind, die den YouTube-Kanal abonniert haben, dann streame ich einfach da gleich mit, bevor es dann kaum jemand bei Twitch mitbekommt bei mir. Genau, und ich habe auf Twitch angefangen, ist auch nicht allzu lange her. Also ich habe das mit Gregor ja öfter schon gemacht und das hat mir auch immer ganz viel Freude gemacht. Und dadurch, dass wir jetzt einfach so weit auseinander sind, musste ich irgendwie auf die Füße fallen und das selber bewerkstelligen. Wobei ich sagen muss, ganz selber bewerkstelligt habe ich es ja nicht, weil du hast mir ja auch sehr, sehr viel geholfen. Danke. Naja, ich habe ein bisschen, wo ich Support geben konnte, nochmal hoffentlich gut Support gegeben. Also ich habe auch ab und zu mal bei dir zugeschaut, wenn ich die Gelegenheit hatte. Ich glaube, ich habe Little Nightmares bei dir mir angeschaut zum Beispiel. Und du streamst ja auch, auch andere Sachen ab und zu mal. Dark Pictures, Little Hope war gerade aktuell bei dir dran. No? Genau, und Man of Medan werde ich definitiv auch spielen. Ich habe tatsächlich bei Little Hope eine kleine Agenda gehabt und habe gedacht, ich schnapp mir alle Trophäen und von fünf sind es dann noch drei geworden, die immer noch ausstehen. Wir streamen es einfach nochmal, hey. Dann passt es ja genau. Was wir heute daneben vorhaben, wir haben schon gesagt, House of Ashes werden wir spielen, gerade frisch rausgekommen. Typisch Horror-Adventure, wie Until Dawn, wie Men of Medan und wie sie da alle heißen. Im Multiplayer-Modus kann man online gemeinsam spielen und gemeinsam Entscheidungen treffen, sozusagen. Also, wir sind über unsere Playstations hier verbunden. Bei mir sieht man mein Ingame. Bei dir die andere Perspektive eventuell. Ich weiß ja nicht, wie es im Spiel Genau. aufgebaut ist, aber man kann ja ergänzend, je nachdem, wenn man jetzt live zuschaut, bei mir sieht man meine Seite plus unsere Kameras und unseren Ton. Bei dir sieht Genau. man das Gegenstück eben, zwar der gleiche Kommentar, es ist kein anderer Gregor und keine andere Katharina, die da sprechen, wahrscheinlich nicht, aber man sieht deine Perspektive dann auf Twitch. Genau, ich habe es gestern im Little Hope Stream, also ich musste jetzt natürlich ein bisschen Tempo geben, weil jetzt war der Tag der Tage schon gekommen heute. Aber ich habe es gestern schon gesagt, ich weiß tatsächlich nicht, wie der Online-Multiplayer ausschaut. Ich habe das natürlich auch mal auf dem Sofa mit anderen Leuten gespielt, dass man einfach den Controller weitergibt und natürlich sehen wir dann alle dasselbe Bild, weil wir sitzen ja auf derselben Couch vor demselben Fernseher. Gregor hat die Erfahrung gemacht bei einem Anspielevent, dass es eventuell auch verschiedene Perspektiven gibt. Und jetzt sind wir einfach mal alle gemeinsam gespannt, wie das jetzt ausgeht heute. Genau, bevor wir starten, wir können noch mal gucken, wir beide haben bereits ordentlich Troubleshooting gemacht, um zu sehen, weil unterschiedliche Equipments, Entfernungen,
Kameras und Ton mitquatschen, mit Ingame-Sound nochmal mitzumachen. Ich würde mal bei mir in den Chat reinfragen. Ich konnte zwar schon so ein bisschen sehen, aber ihr hört mich und ihr hört Katharina auch gleichzeitig, ja? Und du kannst ja Genau, gerne bei und ich dir auch mal stelle die gleiche checken. Frage natürlich auch an euch. Ich hoffe, es passt bei mir ebenso. Wenn ihr uns beide hört und wir sind einigermaßen synchron zu dem, was wir tun, dann ist das nicht verkehrt. Genau, hoffentlich. Aber das ist, wenn wir das einmal gemacht haben, wissen wir natürlich auch für die Zukunft, ah, entweder ist das so ein Aufwand, dass wir es nicht nochmal machen brauchen, sondern nur, wenn ich mal vor Ort bin oder du mal vor Ort bist. Ja, und ich sehe Aber wenn es gerade meinen funktioniert. Scheitel aus folgendem Grund. Ich versuche nochmal zu sehen, ob meine wunderschönen Rahmen literally im Rahmen sind. Also Scheitelcam, das passt doch. Ja, ich finde, das sollte man viel öfter machen. Es wird total unterschätzt. Das ist schon bei Und mir. Bei mir habe ich zumindest das Okay, dass man uns beide hören und sehen kann. Das ist doch schön. ich glaube, ich hab's gleich. Dum, dum. Die Leute sollen ja auch alle die Möglichkeit haben, anzukommen, oder? Genau. Es ist ja Sonntag. Ich meine, großer Spaziergang gemacht, Flickflacks draußen vor der Tür und dann entspannt sich jetzt hier hinsetzen. Ja, ich habe auch eben noch die Flickflacks gemacht, damit wir jetzt ein bisschen entspannter sein können. Das ist immer vor jeder Stunde PlayStation ordentlich 5 Flickflacks. Ja. Das gleicht alles aus. Das wird auch fein. Alles klar. Ich glaube, ich bin bereit für allerlei Schandtaten. Das ist doch, ja, das hört sich doch gut an. Guck mal, So, bei und mein mir. Chat sagt auch ganz brav, es passt soweit. Das ist doch toll. Katharina, du hast ein Spiel aufgemacht, sozusagen online. Das heißt, ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht für die Auswahl der Charaktere oder was auch immer passiert. Aber starte und gucken wir, was passiert. Genau, ich finde schon mal gut, dass bei uns beiden verdammt drin steht. Als Voreinstellung sozusagen. Verdammter Kart. Genau. Verdammt Akkad. Start als Balatu oder Start als Kurum steht bei mir jetzt. Ist das bei dir auch zu sehen? Nee, bei mir steht gerade, dass du das Spiel vorbereitest. Sonst kann ich nichts auswählen bei mir. Okay, so, jetzt bin ich in der Zwickmühle. Ich gehe normalerweise nach Initialen. Die beiden Namen, die angeboten werden, sind genau meine Initialen. Verdammt nochmal. Ich starte mit K. Mach das. So, Profil des Partners kann ich angeben. Nein, ich bin mal bereit, jetzt einfach. Okay, und Bereit. ich gehe auch auf bereit. Und die ersten Grüße darf ich dir ausrichten. Übrigens auch von meinem Papa, Gregor. Liebe Grüße von meinem Oh, Papa. dann liebe Grüße zurück natürlich und natürlich auch an den Chat. Ja, und du bist natürlich auch hier bei mir. Dann Grüße. Oh, es geht los, es geht los. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Viel Spaß, Gregor. Danke dir und gleichfalls. Ah, du bist nicht mit PlayStation Network verbunden, sagt er mir hier, okay? Gregor, die Verbindung zu dem anderen Spieler wurde unterbrochen. Ich habe nichts gemacht. Das ist das Problem. Okay, kannst du vielleicht dann nochmal das Spiel aufmachen? Na Weil gut. eigentlich müsste das hier verbunden sein bei mir. Fehlt halt dein Sollte. Internet. Aber das Tolle daran ist, wir sehen jetzt den Kurator. Weil wir nochmal rausgehen mussten, sehen wir nochmal den Titel vom ganzen Da House of Ashes und den Kurator. können wir ihn einmal sehen, genau. Genau, dann seht ihr auch die Übersicht. Wir können allein spielen, aber wir wollen nicht allein spielen, denn Gregor ist ja heute da. Deswegen gehe ich nochmal auf die gemeinsame Story. Bei mir kommen die Flugzeuge hier schon an. Check nochmal das Internet. Aber aus kann es ja nicht sein, weil wir streamen ja gerade. Das stimmt. Super, war ja ganz clever mein Einfall mit dem. Ach so, nee, ich hatte dich ja schon eingeladen. Da Ist ist mir es bei schon dir schon eingeladen. erschienen? Warte mal, ich muss mal hier kurz gucken, weil ich habe mir extra PS Plus jetzt dafür geholt. Oh. Weil ich sonst ja Ihre nie online spiele. Zahlung wurde abgelehnt. Oh. Nein, die ist durchgegangen. Spaß am Rande. Nein, natürlich nicht. Player Du als Session. erfolgreicher Autor, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Als erfolgreiches Auto. Ja. So, jetzt müsste ich beitreten können, aber naja, der Erfolg wird sich noch zeigen. Aber vielleicht nutzen wir das zur Überbrückung. Lieber Gregor, hast du nicht gerade ein Buch veröffentlicht? Oh ja, das habe ich. Leider ist es außerhalb der Reichweite, wenn man das Wort einmal vernünftig ausspricht. Aber ja, genau, seit Freitag, nee, seit Donnerstag ist es draußen. Mein erstes Retro-Club-Buch, wo ich ein Jahr lang dran geschrieben habe.
Sehr, sehr viel und schönes Feedback. Also großen Dank an alle Leute da draußen, die schon mal Vorvertrauen gehabt haben, sich das geholt haben. Und für die, die sich geholt haben, denen es nicht so sehr gefällt, es tut mir leid. Ich hoffe, ich mache es nächstes Mal besser. Okay, vielen Dank für diese Worte. Ich starte wieder mit als irgendwas, was da steht und bin bereit. Ich bin auch bereit. Jetzt hoffe ich mal, dass das nicht irgendwas ist von wegen, wir nehmen zu viel Bandwidth weg mit Streaming. Ich bin zumindest bereit. Ein treuer Leser oder eine treue Leserin aus Österreich meldet sich. Auch hier wird dieses Buch gelesen. Super, toll. Dabei habe ich nicht mal eine Übersetzung gemacht. Ich kann dir mittlerweile helfen, wenn du möchtest. Das ist Ich weiß, gut. welche Worte du nicht benutzen darfst. Ich habe bestimmt in anderen deutschsprachigen Gebieten in solche Fettnäpfchen gesetzt mit manchen Formulierungen. Hättest du denn nicht gewusst, dass das das bedeutet bei uns im Dialekt? Tja. Es lädt und lädt. Ja, bei mir zeigt er noch nicht viel an, außer dass ich bereit bin hier. Es geht ja jetzt hier nicht nur über Landesgrenzen, sondern ich spiele an der PlayStation 5, du an der PlayStation 4, ne? Ja, aber wir sind uns eigentlich sicher, dass das funktionieren müsste. Eigentlich schon. So wurde es auch angegeben. Ja, erstmal Datenpaket laden. Das ist mir bei Little Hope passiert. Bitte frag nicht warum. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das war super, super nervig. So, der muss erst bei dir was runterladen dann noch. Ja, also er hat Little Hope quasi abgebrochen und hat dann, also als es ins nächste Kapitel ging und hat gesagt, hey, ich lade jetzt erstmal 24 Gigabyte. Und es hat gedauert. Gut, hoffen wir, dass uns da sowas nicht dann erreicht. Ich habe es Also übrigens. bei mir sehe ich jetzt was. Also dieses Köpfchen dreht sich. Ja, ich bleibe bei mir, ist es noch auf bereit hier. Ich spiele es auch auf Deutsch, glaube ich, habe ich alles eingestellt. Texte und Sprachausgabe. Ich weiß nicht, ob das noch irgendeinen Unterschied macht, aber eigentlich sollte das ja nicht sein. Oder spielst du irgendwie auf Englisch? Normalerweise spiele ich sie tatsächlich immer auf Englisch. Ich habe in dem Fall einfach gar nichts eingestellt. Es war automatisch auf Deutsch. Das ist aber mühsam hier. Ich überlege gerade, ob ich noch mal schnell ein Kabel holen soll, um die PlayStation auch an den Router direkt zu packen. Muss mal gucken, ob das was hilft oder nicht. Bei mir, wie ich es gerade hier eingestellt habe, habe ich eh kein Kabel, das lang genug ist, um die PlayStation direkt an den Router anzuschließen. Ja, weil ich weiß es auch nicht. Aber hey, Gregor, du bist ja talentiert darin zu moderieren. Deswegen würde ich einfach mal kurz drüben schauen, ob zufällig ein 5 Meter LAN-Kabel darum liegt und ich das an die PlayStation rankriege, irgendwie. Soll ich kurz überbrücken, bevor er. Ja, dann guck doch gerne. Lass Falls aber. es daran liegt, also ansonsten lädt es sich gerade tot. Ich hoffe, es liegt jetzt nicht daran, dass irgendein Patch fehlt oder so. Ja, sonst kann ich auch mal gucken, ob ich vielleicht, ob das Hosten unterschiedlich ist, wenn ich das mache, oder ob das irgendeinen Unterschied macht. Je nachdem, wie du magst. Okay, ich lasse euch kurz allein und schaue nach einem Kabel, ja? Gut, dann bespaße ich die Leute. Hallo, guten Tag, moin, moin und hallo, sage ich da mal. Alle Leute, die knapp 375 habe ich hier, die live gerade sind bei YouTube. Ich grüße auch die ganzen zusätzlichen Leute, die noch bei Twitch sind. Das Fenster habe ich leider jetzt nicht offen, aber ihr wisst Bescheid, wenn ihr auf YouTube schaut. twitch.tv/cat_casino könnt ihr bei Katharina vorbeigehen. Da gerne auch, wenn ihr es noch nicht macht oder noch nicht mitbekommen habt, dass Katharina streamt, gerne den Follow mindestens hinterlassen. Ja, da könnt ihr ein paar schöne Let's Plays immer wieder mal schauen. Sich auch schön eingerichtet da mit einem richtigen Stuhl. Einen schönen Hintergrund, anders als bei mir, einfach in der Butze. Aber ja, so können wir das sehen. Also, ihr könnt ja gerne mal im Chat ein paar Fragen bei mir hier stellen, falls ich die beantworten kann zwischendurch. Lieber Gregor, wie lautet der Name des Buches? Das ABC der Videospiele heißt es. Da habe ich auch ein kleines Video bei mir auf dem Kanal hier drauf gemacht. So als Grundlage die Buchstaben des Alphabets genommen, um über bestimmte Themen zu sprechen, zu schreiben, besser gesagt. A wie Atari, C wie Commodore, Z wie Zelda, T wie Tetris, solche Geschichten. Und dann je nachdem Informationen, Anekdoten, Bildmaterial, Screenshots und so weiter und so fort. So ein bisschen mal
aus dem Nähkästchen geplaudert, plus ein paar interessante historische Fakten. Sowas, was man, denke ich, da was auch dann hinausgerichtet, dass es nicht auf eine Ultra-Hardcore-Zielgruppe nur geht. Also Leute, die alles mit der Muttermilch aufgesogen haben, videospieltechnisch, und alles am eigenen Leib erlebt haben. Eventuell finden sich da aber auch ein paar interessante Sachen, weil ich musste ja auch nochmal recherchieren und gucken und schauen. Da habe ich auch ein paar neue Sachen für mich zumindest nach vorne getragen. Aber es soll auch, also ich habe es auch darauf angelegt, dass Leute sich reinlesen, informieren können damit, die zum Beispiel keine Berührungspunkte mit Games haben, jetzt nicht Computerbild-Spiele-Style, ja, Computer, Sternchen, Computer bedeutet Rechenknecht, also nicht so simpel in der Form, aber trotzdem glaube ich, du würdest ja so viele Leute ausschließen, die sich so ein Buch holen, und dann fängst du an ganz, ganz nur im Detail über bestimmte Sachen zu sprechen. Du kriegst auch ein bisschen weniger unter im Buch, das war so mein Gedanke dahinter. So, schon Pläne für das nächste Buch oder erstmal abwarten? ABC der RPGs, also ein paar Gedanken habe ich. Ich werde demnächst auch mit dem Verlag nochmal quatschen, wenn das Buch jetzt erstmal jetzt angelaufen ist, und mal gucken, weil bisher war das Feedback eben super von euch, also super viele Leute, die mir geschrieben haben, hey, ich habe mir das gerade geholt, finde ich toll und so weiter. Gebt gerne da konkretes Feedback, weil die Anmerkungen so sind natürlich Sachen, die dann nochmal in potenzielle zukünftige Gespräche reinfließen können, und ich habe jetzt nicht ein Follow-up-Projekt oder genau das richtige Thema. RPGs wäre zum Beispiel etwas, worüber ich schreiben könnte, aber wenn du das in ein Buch reinpackst, hast du auch eine sehr, sehr spitze Zielgruppe und so weiter. Und ich glaube, da finden sich auch Leute, die dann das entsprechend cool finden. Aber damit schließt du auch jede Menge Leute aus, die nicht so das Superinteresse rein nur für RPGs haben. Deshalb würde ich vielleicht kein super monothematisches Buch erstmal machen, vor allem wenn ich jetzt gerade angefangen habe mit Bücherschreiben. Ich kann mir aber vorstellen, dass trotz der vielen Arbeit, die da reingeflossen ist, dass da noch mehr ein bisschen was draus wird. So, guten Tag. Ich sehe, es ist immer noch alles schwarz. Das ist schlecht. Operation. Ich habe jetzt hier ein Kabel. Es ist sehr kurz. die Frage ist, ob ich es irgendwie hinbekomme, ob wir es einmal versuchen wollen, dass du hostest vielleicht. Das können wir gerne mal machen. Und während du das tust, kann ich nämlich versuchen, hier alles umzubauen. Ja, mach das gerne. Dann gehe ich mal kurz hier raus. Verlassen. Also nur falls ihr denkt, ne, wir wären nicht gut vorbereitet und so weiter. Stundenlang haben wir uns vorbereitet. Aber es gibt einfach Sachen, da glaubt man gar nicht, dass die passieren können. Zum Beispiel, dass sich das Spiel totlädt. Und ich möchte das gar nicht mal auf unsere Kappe nehmen. Ja, weil ich irgendwie auch im glaube, es könnte an der Technik an sich liegen. Da könnte natürlich viel sein, und das Spiel ist ja auch gerade draußen. Kannst du die Session abbrechen oder so? Weil sonst muss ich, glaube ich, das Spiel hier komplett beenden, weil ich gar nicht raus kann mehr aus diesem Fenster. Ich komme auch nicht mehr raus aus diesem Fenster. Ja, dann starte ich das Spiel einfach neu und lade ich da einmal noch ein. Ja, ich muss es auch neu starten. So. Okay. Ich guck mal. Okay, Verbindung abgebrochen. Jetzt geht er zum Hauptmenü bei mir zurück. Das ist gut. So schlimm, wenn man nach unten schaut und sieht, da ist das Kabel, aber man kommt einfach nicht dran. Gemeinsame Story-Session wird erstellt. Ich lade dich kurz ein. Ja, ich das Kabel. Ich muss es auf irgendeine Art und Weise hier hinkriegen. Ich ziehe einfach so lange, wie es irgendwie geht. Also, Greg, wie nehme ich die an? Da kam jetzt gerade eine Einladung. Ich glaube, da musst du auf deine Freundesliste außerhalb des Spieles draufgehen und die Einladung akzeptieren. Wow. Du hast eine... Ja? Oh ja, dafür, ich habe das, glaube ich, auch einmal überhaupt erst gemacht. Ah, okay. Jetzt bist du aufgetaucht da. Ich bin auch in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Aber so auf. Verbindung zu Spieler. Für PlayStation. Darf ich dich einmal drehen? Ich hoffe, dann funktioniert der Sensor noch. Das ist nämlich die andere Sache. Wenn ich jetzt das komplette Ding umdrehe und dann habe ich an sich keine Verbindung mehr. Ja, mal gucken, was passiert. Bei dir stand dann auch Verbindung zu Spieler wahrscheinlich, ne? Und das war's dann, oder? Ach so, ich muss vielleicht auf Spiel starten drücken. Session wird erstellt.
Okay, ja, bei mir steht Verbindung Ah, du zu bereitest Spieler. gerade vor, genau, Oh, das und steht jetzt, da. warte mal, ich kann jetzt neue Story machen. Neues Save Game. Okay, start als du hattest K wie Kurum gewählt, ne? Ja. Dann nehme ich Bala zu. Und auf bereit. Versuchen das ganze Ding zu verrücken. Ja, bevor du es verrückst, kannst du auf bereit gehen, irgendwas auswählen oder so? Ich habe bereit gedrückt. Okay. Also bei mir Jetzt müsste steht. es bei dir wahrscheinlich laden. Ja, okay, jetzt bist du bereit. 5, 4, 3, 2, 1, es geht los. Oh mein Gott, es geht Es los. geht los. Also er lädt jedenfalls. Kann ich deine Nachbarn hören? Das kann sehr gut sein. Ich weiß nicht, was die da alle haben, wenn die vorm Fenster stehen und sich angeregt unterhalten. Ich verstehe das doch alles nicht. Das sind ja meistens, glaube ich, auch nicht Nachbarn, sondern Leute, die einfach rumlaufen und enorm laut reden. Oh, ja. Denn Ich sehe. sie sehen Wind und werden Sturm ernten, wie der Hosea schon sagte. Jetzt sitze ich hier mit meinem Kabel und blutigen Händen vom Nichtverschieben des Schreibtisches. Oh Gott, kommen diese Entscheidungen schon sehr früh? Muss ich jetzt schon super aufpassen? Entscheidungen kommen immer. Das Leben besteht aus Entscheidungen. Ein Rabe und ein Schädel. Wähle weise, Gregor. So, X, Kreis, Viereck, Dreieck. Nicht vergessen. Also, sieht doch freundlich aus. Das sieht tot aus. Okay, ja, ich glaube, du hast recht. Oh. Oh, ich glaube, du hast recht. Sind das nicht die von der Khaleesi? Das sieht aus wie der Darsteller von der, von den. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ja, ich habe die letzte Staffel nicht geguckt. Da sehen wir jetzt, was passiert. Nein! Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Balatun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Gefährt. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. Okay. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Hey? Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheim zu fallen. Wir haben unsere Befehle. Also ich habe dich fast aufgeschlitzt, habe ich den Eindruck. Ich bin ja dieser Ballatu hier, ne? Woher weißt du, dass wir das sind? Vielleicht sind wir die alten Götter, die das Ganze beobachten. Ach so, bei mir stehen die Namen. Habe ich in den Untertiteln so eingestellt. Ich weiß es, Mädchen. Oh, bei mir sind gar keine Untertitel. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gothea kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit? Nein, ich gehe all in. Sei's drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? Hey, bei mir geht's jetzt los. Was siehst du? Ich bin gerade davor, jemanden zu opfern. Diese Pest ist ein. Du bist ganz woanders.
Okay, dann ist es tatsächlich so, dass wir gerade komplett andere Szenen sehen. Ja. Oh Gott, jetzt darf ich auswählen. Nee, ich will sie nicht opfern. Mein König, sollten wir sie nicht lieber am Leben lassen? Sie ist ein feindlicher Späher. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt... Hey, dann kann ich allen nur empfehlen, einmal beide Streams anzumachen, damit ihr zumindest beides seht, weil wir werden nicht erfahren, was der andere da gerade tut. Und jetzt habe ich Action. Auch recht, weil er ist tot. Ich hab nur getan, was die PlayStation mir gesagt hat. Jetzt habe ich einen mit dem Speer abgeworfen. Oh. Das war's nicht. Na gut. Nein. Wenn ich dir sage, dass ich gerade jemanden erstochen habe, dann sind wir, glaube ich, quitt. Okay, das passt ja. Du kannst ja, falls du Untertitel willst, ja nochmal wahrscheinlich Start machen und dann auswählen, oder? Genau, das mache ich gleich. Yikes. Ei. Bist du ein General? Ich glaube schon. Und ich köpfe hier Leute für meinen König. Oh. Mit Viereck und X. Ja, das sieht nicht gut für dich aus, ne? Wenn ich dich fast abschlachten kann. Gestohlen, Guter. Für mich? Wen hast du wohl für dieses Kleinod getötet? Ich bin kein Dieb. Ich habe dich auch schon bedroht, du Kurum. Ein Dieb oder ein Lügner? Oh, ich lebe noch. Ihr könnt euch ja nicht einmal das Hinterteil abwischen. Das gehört mir! Du hast hier keine Rechte. Alles gehört den Söhnen von Naram-Sin. Die Amigutiums. Vielleicht hast du ja doch noch Glück. Du kannst deine Leute schreien hören, wenn sie vergehen. Ich töte dich, Akada! Du wirst lernen, wer wir sind. Dein König wollte uns auslöschen, aber wir stehen noch! Wir stehen immer noch! Ihr Gothea seid ein Schandfleck auf dieser Welt. Ein nutzloses Rudel wilder Hunde. Zu dumm, um zu überleben. Meinst du? Hier ist aber auch gerade irgendwas mit Opfern. Ja, du bist im Gefängnis, ne? Weil ich sehe dich gerade, wie du eine Wache erwürgst. Ich glaube, ich sehe gerade deine Sequenz jetzt dann. Ja, okay. Kann das sein? Also ich sehe, wie du im Gefängnis bist und gegen eine Wache kämpfst. Ich habe die voll fertig gemacht. Wenn das übereinstimmt, dann siehst du jetzt... Dann ist es ja. Okay, dann sehe ich das, was du vorgespielt hast, während ich gespielt habe. Da sehen wir sozusagen jetzt das Gameplay in Anführungsstrichen von genau. Uns beiden nacheinander. Ich verstehe. Ja. Ich glaube, damit haben wir auch die Dynamik durchblickt, die das heute hat. Also wenn sich unsere Wege trennen, bekommen wir danach die Sequenz vom anderen wiedergegeben. Ja, bis wir Quicktime-mäßig gemeinsam kämpfen können oder so, ne? Darauf spitzt sich das doch wahrscheinlich zu. Es wird auf einen anderen Spieler gewartet, steht jetzt bei mir. Okay, vielleicht ist deine Sequenz einfach ein bisschen länger, weil er ist noch voll dabei. Also du bist noch voll dabei. Ja. Stell doch ruhig für dich ein, Cutscenes und ich meine hier so Untertitel und sowas, ne? Dann müsste es ja auch bei mir dann anhalten wahrscheinlich. Das glaube ich, besser ist besser, bevor wir komplett durcheinander kommen. Ja, hier im Chat wird gerade geschrieben, kann man sich dann gegenseitig spoilern? Das ist natürlich, also theoretisch haben wir uns ja gerade gegenseitig gespoilert, oder? Mhm. Aber es ist ja normalerweise auch dazu gedacht, dass man nicht untereinander, also man hat ja auch den Voice-Chat, ne? Man wird ja sowieso miteinander quatschen, das haben sich die Entwickler ja wahrscheinlich so gedacht. Ich vor dem Mittagessen. Was sagen, denke ich jetzt an Zelda oder denke ich an Assassin's Creed, wenn ich das sehe?
Es ist Assassin's Creed im Zelda-Universum. Ah, und da sind die Römer, ne? Gleich kommen die Gallier. Zwinker, zwinker. Jetzt geht's richtig rund. Ich vertraue diesem König nicht so recht. Er guckt sich den Mond an und schickt Leute los und alles und alle werden geopfert. Das kann alles nicht gut ausgehen. Wenn das jetzt, das scheint ja dann eine Sonnen- oder Mondfinsternis zu sein. Das waren ja sowieso immer so Ereignisse, wo man sich damals offenbar gedacht hat, dass man ein paar Leute umbringt, weil das ist ein Zeichen der Götter. Ah. Und wir wollen hier ja gut rauskommen. Genau, da ist Pazuzu ist besonders hungrig dann, ne? So ist das. Er droht uns, also. Aha. Du hattest recht, besonders hungrig, da kommt er. Okay. Ich bin wieder da. Götter, gib mir Stärke. Oh ja, und ich sehe, glaube ich, dich jetzt, ne? Du kommst an die Tür rein, mit dem Messer in der Hand. Yes. Der König ist tot. Ich war's nicht. Ich habe den Tatort gerade erst betreten. Vielleicht warst du vorher schon mal da und guckst jetzt nochmal, ob er immer noch tot ist. Mm-mm. Die Sonnenfinsternis. Bin ich ja. So sehen wir uns wieder, Gregor. Aber du hast ein Messer und ich habe keins. Geschieht dir recht. Ich habe nur meinen Controller. Bring mich doch jetzt nicht gleich um. Nein, wir reden erstmal. Nicht? Auch nicht. Ich habe ja doch ein Messer. Ja, dann ist egal. Dann gibt's jetzt Action. Man merkt dein Oschi nicht, dass da gerade ein riesiges Monster reinkommt? Du hast mich dagegen geschleudert, okay? Oh, jetzt sind wir Freunde. Freunde fürs Leben. Was lauert dort? Was habt ihr Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Doch muss ich erstmal einen Freundschaftsdrink öffnen jetzt. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Gute Idee. Diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch ich. Ah! Verbindung ist schwach, stand da gerade. Achso, da hast du auch Pause gemacht gerade? Nein, du, aber ich kann kurz Audio und Sprache einstellen. Mach das mal. Bevor wir. Also, wahrscheinlich, wenn irgendwo mal die Leitung wackelt oder so, dann macht er bei uns Pause, dass wir dann weiter gemeinsam machen können. Aber dann mach das mal deine Einstellungen alle. Ja, hab ich. Hab ich. Also so wie mein Typ das gesagt hat hier, ich glaube, der König hat versucht, Buße zu tun, aber es hat nichts geholfen. Hast du ein Herz, wenn du Pause machst, oder einen Kopf? Dummt. Ich konnte das gerade nicht sehen. Kopf aber stand unten. Im Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Ich folgte einem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Ich habe gerade Untertitel eingestellt und ich habe trotzdem keine. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Vielleicht musst du die speichern beim Rausgehen oder so. Habe ich, glaube ich. Du hast keine Wahl. Ich weiß, dass ich dir... Ich hatte auch irgendwas eingestellt gestern, die Kamera invertieren. Das hat er nicht gespeichert, weil ich mit der falschen Taste zurückgegangen bin aus dem Menü. So, ich mach das, wenn wir durch unsere Flucht durch sind, weil da müssen wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren. Ja, jetzt sind wir Freunde, weil ich hatte noch ein bisschen gezögert, das Mädchen zu opfern. Ich habe ihr danach erst den Kopf abgeschlagen. Ach so, deshalb, klar. Deshalb sind wir jetzt freundlich. Okay. Ja, Leute, ihr geht zusammen in den Keller. Ist das so clever? Naja, kommt drauf an, was oben ist. Wenn da zum Beispiel ein gefräßiges Monster ist, würde ich auch in den Keller gehen. Hm.
Ah, Muskeln. Jeder hat einen Muskel. Mhm. Zusammen sind wir stark. Der gute alte Kreis. Den kann man sich immer verlassen. Mir nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Wir starten direkt im Grab. Das ist ja meins. Mhm. Komm. Okay, kennst du die schon? Nee. Das sind neue Mini-Events, wo du eben natürlich den Herzschlag regulieren musst. Yikes! Ich hab nicht ganz gut reguliert. Tot. Och Gott. Ein Akada? Hat Angst vor einer Ratte? Ich hab nur falsch gedrückt. Das sagen sie alles gesehen. Das sagen sie alle, Gregor. Muss hier gleich den Trash-Talk anmachen, ja? Für nichts. Sie sind gestorben. Finde den Geheimgang. Uno momento. Mhm. Einstellung. Audio. Untertitel aus. An. Mach sie an mit. Kannst du dann noch auswählen, dass da der Sprechername möchtest gezeigt du? Wird? Ja. Schau, und wenn du jetzt die Übersicht hast, du musst dir auch nochmal bestätigen, ist da bei dir ein Kopf oder ein Herz? Ein Herz, da oben rechts jetzt. Weil da kann ich vielleicht mit euch ein bisschen Little Hope-Erfahrung teilen. Mhm. Es gibt halt verschiedene Wege, je nachdem, was jetzt rational ist oder was eher emotional ist. Und bei Little Hope gab es dafür auch Trophäen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in diesem Spiel, das war bei Little Hope nicht so, für gewisse Wege oder dass ein Herz oder Kopf auf einen gewissen Weg leitet. Okay. Und dass man so dann zu bestimmten Sachen kommt. Aber das kann ich natürlich nur von Little Hope berichten. Also ich bin natürlich vollkommen emotional mit dem Herzen. Du hast eingestellt? Die, ja, du kannst auch bestätigen. Ja, oder check nochmal, ob es gespeichert wird. No? Ja. Ich kann mein Zurück nicht, also ich okay. kann nicht zurückgehen. Okay, dann wähle ich aus. 5, 4, 3, 2, 1. Es passt hoffentlich. Opfere Gregor, er ist zu schwach. Alleine bist du sicherer. Okay, ich kann den Helm aufheben, mir angucken. Oh, komm, das war nur ein Skarabäus hier. Brauchst du nicht so eine Angst haben. Ah, ich kann laufen. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Kannst du Hieroglyphen lesen vielleicht? Ich mach mal kurz auf Pause auch bei mir und guck mal, ob ich hier irgendwo, wo kann ich denn Einstellung machen, weil ich glaube, ich habe jetzt auch den linken Stick invertiert und der läuft nach hinten, wenn ich nach vorne drücke. Weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du weißt eh, wie ich zu deinem invertiert Spielen stehe. Du weißt, dass das schon schwierig war zwischen uns? Ja, aber ich kann ja nichts dafür. Kehre die Y-Achse für Charakterbewegung bei Erkundungen aus. Okay, damit meinte wohl den linken Button. Blickrichtung, Kamerabewegung, Blickrichtung, Objektansicht. Okay, speichern, zurück. Ich gehe mal auf Fortsetzen und ich hoffe, dass jetzt mein Stick vernünftig funktioniert. Kannst auch gerne noch weitergehen. Ah ja. Wer invertiert denn den linken Stick? Okay, jetzt geht's. So, wo bist du denn? Kann ich mal zu dir kommen? Da, ich komme mal zu dir. Hallo. Ja, aber geh doch. Hi, kannst du Hieroglyphen lesen? Dann geh doch mal da vorne hin, weil da ist was mit Hieroglyphen und ich konnte nichts sehen. Achso, ich kann hier auf dem Boden erstmal mir was angucken. Also, aber das wollte ich schon angucken. Ja, gut, dann guck du dir das an, dann gehe ich zu den Hieroglyphen. An der Wand? Ah, das sind die Dingies, die Visionen. Ah, eine Steintafel steht bei mir, hast du gefunden. Ja, das sind Vorahnungen. Die wirst du wahrscheinlich auch anschauen können, weil ich gehe davon aus, dass sie auf unser gemeinsames Spielkonto gehen. Okay, also ich... Wer Until Dawn kennt, da waren das Totems. Bei Little Hope waren es Bilder, gerahmte Bilder. Und bei Little Hope waren es Ansichtskarten. Und hier sind es dann Steintafeln. Es sind doch immer die gleichen Gründe. Aber du kannst sie dir eh auch nochmal zusammen gerne anschauen. Aus Gier. Okay, mein Charakter hat gerade die Hieroglyphen, konnte er lesen. Alles ist aus Gier passiert.
Komisch, das hätte ich jetzt bei dem König mit der goldenen Maske gar nicht gedacht. Vielleicht war die aus Blech. Ich gucke mir jetzt auch mal die Steintafel an. Ja. Oh. Ich glaube, das warst du als Leiche. Vorahnung freigeschaltet, erwacht. Habe ich mich nicht bewegt? Also so oder so, ich finde es manchmal sehr schwierig. Das war bei Until Dawn ein bisschen deutlicher, weil die verschiedene Farben hatten, die Totems. Mhm. Ich finde es manchmal ein bisschen schwer zu sagen, ob das jetzt gut für uns ist, was da passiert oder nicht. Weil teilweise werden ja auch Sachen gezeigt, die eben einfach, ja, dann passiert sind. Also ich meine, wenn man mir zeigt, wie ich gestorben bin, dann kann ich nur sagen, ja, schade eigentlich. Tja, genau, und nicht, wie man es potenziell mal anpassen kann. Ich öffne mal die Tür jetzt. Ach, ja, eine kann man aufmachen. Okay. Ja, ich mach's immer auf. Hilf mir damit. Komm, Balatu, hilf mir mal. Mach mal dein Messer weg und drück mal. Bist du nicht Balatu, du Clown? Achso, ich bin Balatu, ja. Stimmt. Captain Balatu. Ich habe vergessen, wie ich heiße. Ich nenne mich jetzt Kurkuma. Du zuerst. Ach, Kurum. Okay. Also bist du Kurkuma und ich bin Captain Balu. Alles klar. Oh Gott, ich zuerst? Das ist doch Pazuzu da hinten, den sehe ich doch. Wo siehst du was? Ich habe da kurz was gesehen im Dunkeln. Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akada habt hart ge... Ups, Entschuldige. Ist nicht schlimm, weil dann kann ich bei mir mal kurz den Ton lauter machen. Mach das mal, stell mal hier kurz ein. Ja, stand bei mir gerade, dass du eine Entscheidung triffst. Also ich kann sehen, wenn du gerade am Auswählen bist. Ja, genau. Der arme Captain Balu hier. Hallo. Aber das, dieser Bartschal, den mein Charakter trägt, der ist ja auch ganz schick, ne? Er wird jetzt nicht sagen, dass ihn der wärmt oder so. Vielleicht schützt er den vom Staub, aber... Warum nicht? Bin gleich soweit. Ich muss das direkt am Bildschirm einstellen und rate, was gerade nicht funktioniert. Alles. Ich will doch nur Ton. Weil es scheint mir gerade ein bisschen, ich habe es eigentlich eh schon laut, scheint mir gerade ein bisschen leise zu sein. So fortsetzen. Okay, zurück. Was? Genau, Cat Kurkuma. Neuer, die Kurkuma-Cat bin ich. Ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Nee, du sagst gar nicht. Ist mein Freund. Wir helfen einander. Best friends forever. Yes! Also, die 20 Minuten, die wahrscheinlich unsere Charaktere noch leben, aber... BFFs. Okay, warte. Oh, na? Der Gang sieht doch gleich so gefährlich aus, ne? Da kommen doch gleich so Pfeile. Sei kein Baby, geh einfach an der Seite lang. Ich bin kein Baby, ich bin Captain Baloo. Wir sind hier nicht allein. Ah, das bist du ja. Du bist mir einfach da... was hat er? Der hat da eine Schlange um seinen... Dann lass uns nochmal hier schauen. Schau dir an, was der für eine Schlange um seinen Lulu hat da. Geht, er sagt, mit, dass er eine Schlange da drum hat und dass das nicht die Schlange ist. Ah, ich will das gar nicht wissen. Lass uns nochmal genau schauen, weil da ist schon, wenn diese vielen Striche nebeneinander kommen, dann heißt es so viel wie, hier geht's raus. Aber der Tür nicht, meinst dass wir du, ja? Okay, irgendwo was verpassen in einer kleinen Ecke. Also du guckst, ich gehe auf die gegenüberliegende Seite und gehe dann nochmal durch. Aber ich glaube, ich habe nichts irgendwie gesehen, womit ich interagieren kann. Nee, ich glaube ich auch nicht. Da ist so ein Topf. Aber haben kann die auch Löwenköpfe? Die Statuen? Oh nee, das sind Pazuzu-Köpfe. Aber was ist Pazuzu? Also ich habe das schon gehört, aber... Hast du Exorzist nicht gesehen? Pazuzu war der Dämon, der das Mädchen besessen hat, den Exorzist, wenn ich mich nicht irre. Und war das nicht so, dass das jetzt genau dieser gleiche Dämon sein soll? Irgendwie was hatte ich mal gelesen. Aber kann der Chat gerne sagen, weil ihr wisst über alles besser Bescheid immer.
Hier wird gerade über die Frisur meines Charakters geredet, weil er hat den schönsten Lampenschein auf der Birne, die es gibt. Du, ja, also die Glatze hast du eingeölt auf jeden Fall. Ja. Bleib mal kurz stehen. Ich versuche mal ein bisschen, ich gehe mal bei mir im Stream. Ob du dich drin spiegeln kannst. Ja, ich habe ja auch die Fackel und ich kann schöne Spiegelungen in deiner Glatze machen. Wehe, du zündest meine Glatze an. Naja, ich stehe auch direkt in deinem Charakter. Eigentlich brennt jetzt deine Hand und dein Arm, wenn ich dann so das mache. Nein, ich bin immun. Ich drücke auf Verlassen, ja? Ja, okay. Ich komme auch mit. Hier drüben! Da bin ich. Ja, das ist immer schlecht, wenn man irgendwo rein will und da kommt schon was raus. Er ist schuld, nicht ich. Oh Gott, nein! Ui! Der Slenderman! Lauf! Lauf! Gott, es kommt. Das ist sehr düster. Ich weiß. Arcana! Es gibt keinen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Oh oh. Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit. Kämpf mit mir, Gregor. Ich kämpfe, ja. Dreieck, Viereck, Auswahlschritt. Das Gefangenen-Dilemma, ne? Mhm. Wo soll man wissen, dass der andere mitmacht? Ich hab gedrückt. Bei mir konnte ich gar nichts drücken. Bisher. Ich hab gedrückt und ich war eigentlich auch noch in der Zeit. Dann muss das so sein. Das sagt man. Oh, shit. Jetzt das war doch viel zu schnell. Oh, mein Ischias. Ja. Okay. Es hat mich gefreut, an deiner Seite zu kämpfen. Vielen Dank für den schönen Stream. Na, du lebst ja noch. Ich ein bisschen weniger. Ja, tatsächlich glaube ich, man hätte das nicht überleben können. Tatsächlich glaube ich trotzdem, ich habe Kreis gedrückt. Ich habe auch Kreis gedrückt, aber zu spät. Also vielleicht hätten wir noch ein paar Sekunden mehr überlebt. Auftritt der Kurator. Das ist der T-1000, oder? Der Kurator T-1000? Ist er nicht Robert Patrick, oder? Ist das nicht? Der ist er. Ah ja. Ashley Tisdale, das hat mir letztens jemand im Stream verraten. Das ist ja eine von den High School Musical Ladies. Und ich war so, hä, die soll das sein? Weil man hat ja ein paar Leute, also es sind durchaus ja Leute dabei, die man auch kennt. Also bei Little Hope war es der William Poulter. Mhm. Ich sag's jetzt zum 10. Mal in dieser Reihe, aber den ich aus The Revenant kannte. Und das sind ja teilweise Leute, die man kennt. Wie heißt nochmal die Klitschko-Frau? Hayden aus Until Dawn. Hayden Panettiere. Genau, also es sind ab und an mal Leute dabei, eben wie er auch oder der Psychologe im ersten Teil da, die man kennt. Und ich habe Ashley Tisdale einfach nicht erkannt. Aber die vielleicht ist es ein bisschen... Ich glaube, die hat sich aber auch... Also die Nase ist nicht mehr original, wenn ich mich nicht irre, bei Ashley Tisdale. War dann ja, so. Wobei den Rest, also ich bilde mir zumindest immer ein, ganz gut Gesichter merken, erkennen zu können. Ich bin da überhaupt nicht drauf gekommen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie bisher nur im Trailer gesehen habe und da war sie halt ziemlich dreckig und ist in irgendwelche Höhlen gestürzt. So habe ich sie bisher natürlich auch noch nicht gesehen. Das nennt man Acting. Acting? Wenn runterfallen Acting ist, kann ich das auch. Ja, du musst nur authentisch runterfallen, dann geht das schon. Ich kann leider gut authentisch runterfallen. Noch authentischer kann ich irgendwo gegenlaufen. So, und der läuft jetzt hier mit seiner Melone durchs Haus, geht durch die eine Tür zur anderen und das war's dann.
Er geht jetzt in sein Kuratorium und begrüßt uns jetzt. Ah ja. Rande des Abgrunds. Ihr Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Deswegen das Bild des Kompass. Zur Erlösung. Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Bevor wir beginnen, bedenken Sie, dass nicht jede Party so ja. wie sie begonnen hat. So manche Party hat Gästen schon böse zugesetzt. Aber ich bin zu voreilig. Ich bin der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den sie machen. Das ist meine Bibliothek. Meine Bibliothek. Und das ist mein Schuhspanner. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Mehr das Gefühl habe ich nicht. Dass er uns nicht helfen will? Na, dass er wirklich der Beobachter ist und nicht eingreifen darf, das denke ich. Andere spalten sie. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, die Steintafeln. Sie schauen genau hin. Denn sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie sie sich schlagen. Oder scheitern. Schön lang ausgedrückt für verkack's bitte nicht. Ja, der ist ja auch so. Immer so. Ja, es haben leider nicht alle geschafft. Hm. Schwund gibt's immer. Guck mal, das ist doch 2003, das erkenne ich doch. Ja, und jetzt sehen wir gleich, ob wir Ashley Tisdale erkennen oder nicht. Da, an der Ferse erkenne ich sie. Nee, hätte ich nicht erkannt. Also ich glaube nicht, dass es Ashley Tisdale ist. Das ist Jason Kolchek, steht da doch. Kanon, Reise. Eric King. Bei Amis. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Tut mir leid, ich bin zu alt. Tut mir leid für die frühe Ankunft. Aber die Zeit drängt. Verstehe, Körner. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CEO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Ich glaube, Kaugummi mit offenem Mund. Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind? Du Früchtchen. Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Jetzt ist sie zweimal bei mir und mein Charakter auch zweimal. What the hell? Na? Ich habe einen Grafikfehler gerade. Oh nein! Ja. Okay, what? Meine Charaktere... Warum bin ich denn die Troller? Oh. Meine Charaktere standen da in einer Pose und waren ein zweites Mal da und haben sich dann bewegt. Doch, ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen... Warum muss ich die Troller sein? ...hat Schokoriegel verputzt, während... er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Ist es wieder entglitscht bei dir? Ja, wir sind wieder durchgegangen. Warte mal, jetzt sind wir in Saddams Palast. Habe ich es richtig mitbekommen? Da kann sich jetzt keiner beschweren von Saddams Nachbarn oder so, dass er im Spiel benutzt wird. Gott schütze Amerika. So,
Wir konnten ja jetzt nicht wählen, wer welcher Charakter ist. Ich schätze, das ist vielleicht an die Figuren am Anfang gebunden. Ja, das kann sein. Ich schaue mich erstmal in meinem Büro um. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Naja. Ich habe meinen Ehering gefunden. Wenn ich ins Schwitzen komme. Okay, ich rede mit dem Muskelmann. Wo hast du denn deinen Ehering gefunden? Danke. Na, also, nein, ich mach das jetzt nicht. Schlechte Manieren. Jede Einheit. Warum bin ich hinterlistig, wenn ich meinen Ehering nicht anlege? Ich soll doch meinen Mann treffen. Der darf dann, wenn ich mich von ihm getrennt habe, darf der ruhig wissen, dass wir nicht mehr zusammen sind. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Vielleicht habt ihr euch gar nicht getrennt. Bereite mich vor. Meinst du? Wir sehen uns dann, Marie. Wir sind schon sehr das American Dream Paar. Wir sind wahrscheinlich auch die Prom King und Queen gewesen und so. Also ich habe hier jetzt gerade eine Katze, ich sehe nicht, was du da machst. Oh Gott sei Dank, ich dachte gerade, du sagst Katze, dann wäre ich neidisch gewesen. Kommt er klar? Er schafft das. Ich suche ihn nur mein Büro. Ich werde das wahrscheinlich gleich sehen, was du da machst. Ja, ich habe ein bisschen so auf der Basis jetzt die anderen Leute kennengelernt, so ein Muskelmann. Haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Busch. Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Ich bin immer nett und höflich hier. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Ich schaue mir gerade eine Rede von Bush an, sorry. Kannst du die überspringen? Es ist schon vorbei. Gib dem Colonel vollen Zugang. Sir? Einsatz im Camp Slayer. Ich will ja nicht sagen, dass das eventuell... Wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt... Oder heißt das so? Gibt es ein Camp Slayer? Ansonsten ist das vielleicht schon Foreshadowing. Rachel und ich, wir kennen uns. Okay, also ich bin Einsatzleiterin. Ich soll Satellitenaufnahmen auswerten und eine Kooperation zwischen Rebellen und Koalitionsstreitkräften. Und meine Ehefrau wird von den Leuten Queen Bitch genannt. Warum auch immer. Ich glaube, ich bin deine Ehefrau. Nee, du bist also mein Charakter. Du bist doch meine Assistentin. Ach so, du bist nur noch der Typ von eben. Ja, genau. Mit meiner Assistentin bin ich hier unterwegs. Ach, du hast zu einer anderen Person gewechselt. Nein. Okay. Ich dachte, du spielst meine Assistentin, die mit dir im Ehering guckt. Okay, dann bist du die Queen nein, Bitch nein, nein, im Spiel. Nein. Ich bin Ashley Tisdale. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Also ich bin die Frau von eben noch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Okay, dann siehst du was komplett anderes fast als ich, weil die Frau von ihr, ich habe die noch nie gesehen, Ashley Tisdale, jetzt hier im Spiel. Bis jetzt. Ich bin immer nur noch bei dem Typen mit der Sonnenbrille. Bei Mr. King. Ich bin Queen Bitch. Wahrscheinlich wirklich dann. Ich dachte, du bist der Typ mir gegenüber. Nee, ich bin ein Typ mit der Brille und... Ah, da bist du ja. Da sehe ich dich. Hi, Schatz. Mrs. King. Mrs. King, hallo. Rachel King, befehlend und grob bist du, steht hier bei mir. Du bist rational und unsicher, was ist mit dir? Tja, so bin ich nun mal. Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Arrogant bin ich mal ein bisschen. Das ist jetzt mein Team. Was redest du da? Ich habe direkten Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Gut, dann stürze ich mich in ein verlassenes Grab. Ist das dein Ernst? Da gibt's genug von hier. Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak, wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Hier, siehst du auf dem Zettel, ich bin der Chef. Und hier sind die Scheidungspapiere. Unterschreib gleich beides. Na, bist du nett mir gegenüber? Frauen müssen zusammenhalten. Oh, gut zu wissen. Das schicke ich meine Assistentin immer nur vor. Das ist Taylor. Mir wurde es eben im Chat gerade schon gesagt, dass ein paar Little Hope-Leute dabei sind. Das ist ein Charaktermodell sozusagen oder eine Schauspielerin aus Little Hope. Oh, okay. Ja, bei mir im Chat wird gesagt, es gibt tatsächlich einen Camp Slayer im Irak. Ja, genau. Hat mir ja auch jemand geschrieben. Es ist tatsächlich eine real existierende Basis im Irak. Was? Amis, ey. Ist das moderne Kunst? Das hören Sie da jeden Tag, Slayer. Ich dachte, da geht es irgendwie so Nachwuchs für Buffy oder so, ne?
neues Layer werden da gesucht. Ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Er ist auch aus Little Hope. Protegieren Sie. Die macht so ein bisschen American Horror Story, ne? Gleiche Schauspieler, andere Rollen. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Haben sie bisher aber eigentlich noch nicht. Nun gut. Soweit ich mich erinnere. Die Namen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Lass raten, du schickst die Ex-Frau. Oh nein, wir suchen Saddams chemische Waffen, die nicht existent sind. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Jetzt schlammst du wieder, ne? Und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Komm, finden wir die chemischen Waffen. Meinst du, wir werden jetzt durch das Grauen, was uns erwartet, wieder zusammengeschweißt und wir tragen unsere Eheringe am Ende? Ist das so? Jetzt sollte ich ihn doch mitnehmen, damit ich irgendwen damit abwerfen kann. Nimm den mal mit, ja? Weil dann kannst du dem Monster in den Rachen stecken, wenn er dir deinen Arm abbeißt und dadurch erstickt er dann. Oder das Monster heiraten und dann werde ich nicht mehr angegriffen. Oh ja, du packst ihm den Ring dann auf seine Klaue und dann wird er aber wieder zum Menschen zurück. Wie bei Corpse Bride. Mhm. Ich beantrage Luftunterstützung für alle Fälle. Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Zagros-Gebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Er ist aus... Deswegen führen wir Krieg. Achso, er ist eh auch aus Little Hope. Jeden Morgen wieder auf. Okay, ich glaube, dieser Joey-Charakter, der wird nochmal alles vermasseln. Der scheint mir übernervös zu sein. Vom Einsatz dieser Waffen ab. Oder er ist der heimliche Held. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Wegtreten, ich gehe jetzt ein Steak essen. Schön blutig. Helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich habe da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Also das Modell von Ashley haben sie gut hingekriegt, weil es bewegt sich auch wie in echt. Offenbar brauchen sie gar nicht. Mhm. Danke, Clarice. Eric, wir müssen reden. Du sagst mir, wir müssen reden? Hör zu. Deine Operation zu übernehmen, war nicht meine Entscheidung. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Lass mich bitte ausreden. Wir müssen unsere Ehe retten. In der Wüste. Es gab keinen... Halt den Ring nicht um. ...an dem ich dich nicht vermisst habe. Geht nicht. Er schüttet dir sein Herz aus. Schau dir an. Ja. Dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Oh nee, jetzt bist du angewidert. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Denk an unsere vier Kinder. Oh, wie ist denn das passiert? Jetzt gibt's Hände halten. Ach, du trägst den Ehering ja nicht, stimmt. Hey, vorsichtig damit. Oh Mist, sorry. Was ist denn der Zauber? Ich hätte es gerade beenden können, Gregor. Mhm. Achso, das ist Licht. Das wär, Laserschwert. Ja, ich dachte, das wäre hier irgendwie so Strom-Taser. Ja, schade. Wir hätten die Rollen umtauschen müssen, wenn wir es hätten machen können. Dann hätte ich die Frau gespielt. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Dann wäre ich richtig Mrs. Bitch. Nicht die beste Bandbreite.
Stimmt, eigentlich muss ich ja meinem Spitznamen gerecht werden, nicht? Ja, oder zeigen, dass das einfach, das ist ein Geschlechterdenken, ne? 2003 war das noch alles viel anders in der Wüste, bei Saddam im Palast. Ja, verstanden. So, warte auf den Download. Ist es ernst gemeint, Spiel? Nein, Greg. Nein, ach, nee, im Spiel. Im Spiel ist es. Ich schaue mir Dokumente mal an. Mir stand das auch gerade, Mann. Ja, das ist irgendwie... Da ist das Spiel sich nicht der Ironie bewusst, wenn du sowas als... Das ist der größte Horror bisher in dem Spiel, diese Nachricht. Phosphorgranaten? Sind die nicht. Okay, Dokumente. Oh nee, was hier? Karten. Stehst du jetzt? Tut mir leid. Eric folgt gern den Regeln, aber man kann ihm vertrauen. Also komplett bugfrei ist es wirklich nicht. Keine Sorge, Rachel. So läuft's im Militär. Was ist dir passiert? Er ist gerade so ein bisschen, als ob er Schlittschuh läuft, ist er durch den Raum gegangen. Ja, ich glaube, ich wäre nicht so gut fürs Militär geeignet, weil ich lese die Texte gar nicht, die da stehen. Kann ja nicht so wichtig sein. Ich würde wahrscheinlich teilweise ein bisschen warten, weil ich lese die tatsächlich alle. Mach das mal. Erzähl mir, ob da was Wichtiges war. Ja, es ist noch ein bisschen buggy. Vertraulich. Sie ist gegen den Tisch gelaufen und lief und lief und lief. Wie wichtig der Erfolg der Mission ist. Was habe ich da? Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unter... Ist voll wichtig, weil wir müssen alles klären und es muss quasi alles aufgedeckt werden. An illegalen Waffen, die man aufdecken kann. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Das will ich doch hoffen. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Und falls sich Iraker blicken lassen, puste ich sie verdammt nochmal weg. Sie haben Selbstvertrauen, Corporal. Brauchen Sie Hilfe? Hört ein Gespräch sogar ein bisschen. Ja, im Hintergrund. Mhm. Ja, ich habe mich gerade angefreundet mit meinem Techniker. Der hat gesagt, hey, bist ein dufter Typ. Achte darauf, dass ich nicht sterbe. Typisch Bürokrat. Und jetzt lästert er über mich, wo ich weggegangen bin. Wir haben uns doch nicht angefreundet, der hat nur so getan. Ich gucke auf diese Karte. Mhm. Ist deine Karte. Oh, okay. Irgendwelche Helfer sind getötet worden. Vermutlich, wir wissen es nicht. Hatte ich die schon? Ah, da hinten. Okay, also der Irak unter US Command, UK Command und die Polen. Bla bla. Die Polen sind im Irak. Was? Steht bei mir hier auf der Karte drauf. Aber ist ein bisschen her, ich habe es nicht mehr so im Kopf, wie damals die politischen Verhältnisse waren. Präsident Bush erklärt Kampfhandlungen im Irak für beendet. Ja, endlich. Hat ja auch lang genug gedauert, der Krieg, 3-4 Wochen. Das war auch das, was ich als Video gesehen habe, eben noch im Büro. Ja, war da auch auf dem Flugzeugträger Mission Accomplished? Oder haben sie doch nicht so dick aufgetragen? Schon so lange her. Ja, das war ja da hat er ja, ich weiß nicht, ob das noch 2003 war, aber den Krieg für beendet erklärt auf dem Flugzeugträger mit Mission Accomplished. Ich glaube, das ist das gewesen, ja. Ja gut, man muss sagen, die sind wahrscheinlich nicht besonders dezent mit den Zitaten und Referenzen hier. Hm. Oh, was habe ich hier? Das sind Geschosse, dumm Geschosse. Damit sprenge ich die Monster kaputt. Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch, sonst nichts. Was hast du gefunden? Phosphorgranaten. Verstanden. Ah ja, genau. Das ist nicht geil eigentlich. Also hochgradig illegal. Gegen die Waffenkonvention. Hat er eben auch gesagt, ja, ist halt so. So, wie geht's denn hier mal weiter? Ich hab hier einen. Also, wo ist dein Ehering? Warum trägst du ihn jetzt nicht? Ich finde dich blöd. Ich geh mal hier. Kommst du ins Büro? Zeig ihn nochmal. Das ist dein Büro. Da, wo ich bin, ist mein Büro, aber ich komme nicht rein. In das Büro. Na gut, dann schau ich auf den Zettel hier.
Macht Ihnen Probleme, was? Vielleicht kriege ich Schuhe mit Klettverschluss für Sie, das erspart das Binden. Oh. Oh, ich kriege jetzt Expertenwissen im Chat. Dumm-Dumm-Geschosse sind angekratzte Patronen, Gregor. Soll ich Ihnen noch den Hinweis? Ich dachte, das wären extra Geschosse, extra große. Aber eigentlich sind mir Waffen relativ egal. Also was die genau sind. Hauptsache, packst du drauf und du schießt. Hauptsache, es schießt das, was wir da irgendwie noch finden werden. Oh, der Download ist fertig. Download fertig. Los zu den Helis. Captain America. Haben wahrscheinlich bei Saddam kein LTE oder so. Hat gedauert. Was? Was? Mit dem habe ich gar nicht geredet, glaube ich, oder? Doch, ach, das war der mit den Granaten, oder? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Und mag er mich? Netter Typ. Ja, ich bin netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was heißt nett bringt hier nichts? Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Ja, warum wohl? Weißt du, wenn du deinen Ehering nicht trägst, soll ich zwei tragen zum Ausgleich. Ja. Sind wir denn noch verheiratet? Weiß ich nicht. Beide Ringe getragen werden? Na doch, du vielleicht nicht, aber ich bin doppelt verheiratet dann. Mit dir selbst. Bis nach der Mission. Alle Rufzeichen, Funkstelle einhalten. Coyote 2 out. Das Holzbein. Ich habe ein Holzbein. Ja. Ich glaube, du bist woanders als ich gerade. Ich bin wir fliegen gerade im Flugzeug, im Hubschrauber zum Einsatzort bei mir. Nope, ich komme gerade nach Hause mit einem Geschenk für meine Frau. Also ich bin ganz woanders. Du bist aber nicht mehr Ashley Tisdale, oder hat die jetzt eine Frau? Meine Mutter ist so heiß. Ich bin nicht mehr Ashley Tisdale. Okay. Weil ich bin ja nicht mehr verheiratet, weißt du? Oh Mann, wie lange hattest du den parat? Sowas gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt doch deine Mutter. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Hey, ich lass mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Ich kann mich hier im Haus umsehen. In ihr Schlafzimmer? Hoffentlich. Wird sie nicht eifersüchtig. Mann, Mädchen. Ich bin ein ganz, ganz fleißiger Student. Was gibt's da zu lachen? Sergeant K, ich will exakt alle 4 Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant K, hörst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRÜ alle 4 Stunden. Hey, was immer mit dir los ist, lass dich nicht ablenken. Ich brauch dich hier bei mir. Okay, jetzt bin ich eine andere Charakter, jetzt bin ich Jason. Der Waffenmeister hier. Ich habe leider gerade vergessen, wie ich heiße. Dr. Bitch, glaube ich, war es. Ach nee, ist ja schon jemand anders. Okay, ich stehe dir bei, Lady mein Freund. Bitch. Ich stehe dir bei, Nicky. Egal, was kommt. Ich weiß. Ist das nicht eine Deutschrapperin oder so? Lady Bitch Ray? Semper Fee. Semper Fee. Semper Fee? Was ist das, ein Pfadfindermotto? Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht gesperrt, weil wir dauernd dieses Wort sagen. Ja, und? Soll Lady. Lady, ja. Marines können sehr abergläubisch sein. Naja. Oh, zum Beispiel? Was wir ja sagen können, ist, wir haben dieses Wort nicht gesagt, wir haben nur Twitch gesagt und es ist ein bisschen abgehakt durch die Mikes. Sonst sind alle verflucht. Ja. Das Lady Twitch. Das ist ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Twitch. Ja. Naja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren? Immer schön nach vorn sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das. Du sagst es, Bruder. Salim heiße ich. Okay, bei mir landen wir gerade 1846 am Einsatzort. Da gab es ein bisschen Patriotismus im Hubschrauber. Gott stehe uns bei, sozusagen. Hey, Julie! Warum zur Hölle hast du das getan? Oh, und ich habe ein Kreuz, also an der Halskette.
Das heißt, Jesus beschützt mich extra. Okay. Jesus hat mich doppelt lieb. Ich bin offenbar der Vater eines... Ich bin nicht der Student, sondern mein Sohn ist der Student und er klaut offenbar irgendwelche Sachen. Oh, und jetzt erschießen wir ein arabisches Dorf. Vorsichtig, nicht schießen. Ausschwärmen, nicht schießen. Keine unnütze Gewalt. Ich habe mal gegen den Part gespielt. Ich habe als Ami gesagt, erstmal nicht schießen, sondern vorsichtig. Ah, hier ist das nächste Charaktermodell aus Little Hope. Ashley Tisdale hat Arabisch gelernt. Oh. Runter, runter! Auf den Boden, los! Hände auf den Rücken! Und jetzt nehme ich gerade ein paar Gefangene hier. Kommt raus, lasst euch die Freiheit geben. Die amerikanische Freiheit. Erinnere mich jetzt so ein bisschen... Wobei, Until Dawn hat es ja auch schon in der Richtung gemacht. Beyond Two Souls, hattest du das gespielt? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, das habe ich nicht zu Ende gespielt. Ich glaube, das habe ich nur angespielt, okay, wo sie in dieser Anstalt ist, oder? Und mit diesen Psychokräften. Genau, da gab's später auch einen Part, wo sie so als Geheimagentin dann auch, glaube ich, im Kriegsgebiet unterwegs gewesen ist. Mhm. Erinnere mich hier gerade so ein bisschen dran. Bist du auch so Adventure-mäßig? Hast du dich da reingeschlichen? Rigor, ich glaube, wir treffen gleich aufeinander. Oh, weil hier landet gleich jemand in meiner Nähe. Das bin ich wahrscheinlich. Der Feind, es sind also wahrscheinlich. Hier. Ah, dann überfallen wir wahrscheinlich dein Dorf hier oder so. Lagebericht bitte. Keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Hof ist keine Toten, ich hab's geschafft. Also, Gefangene? Nicht auf eine amerikanische Art, aber... Negativ, Sir. Wenn ja, ich sehe dich. Gut getan. Wenn es eins gibt... Was ah, auf? Schweine können fliegen. Respektvoll. Wir haben noch nicht alles durchsucht. Wir finden es, Sir. Das Überraschungsmoment aufzugeben war riskant, Lieutenant. Ah. Aber es hat sich ausgezahlt. Du bist Jason, das sehe ich oben rechts bei mir jetzt gerade, den du spielst. Genau, ich bin der Typ mit der Schirmmütze. Aber es ist auch manchmal ein bisschen wirr. Also ich sehe auch nicht immer, wer ich gerade bin, erst wenn ich was auswählen kann. Wehe, sie reden weiter, Corporal. Also ich bin immer noch ich. Ich glaube, Salim heiße ich. Sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Ich habe dich dann wahrscheinlich nicht umgebracht. Passt auf, wenn einer auch... Noch nicht. Noch nicht, genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese berühmte weibliche Intuition? Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Die witzeln gerade darüber, dass sie Geld dafür kriegen, wenn sie die Amis fertig machen. Mhm. Ich durchsuch dich nur. Oh, jetzt ist Verhörsituation quasi bei mir fast. Die haben das mobile Waterboard hier mitgebracht. Assalamu alaikum, ya akhi. Lazim as'al as-su'al wa lazim tu'ul al-haqiqa. Oh, fein madkhal maghzan as-silah. Hey, ich sehe gerade, wie die Streitkräfte... Warten Sie. ...arme Bauern... ...ärgern. Das habe ich gemacht. Es war entweder ärgern oder tot und dann ärgern. Hast du auch ein Loch ins Dach gemacht? Noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Also ich bin jetzt gerade in so einem Verhör drin. Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. Ida! Zoe steht im Hof. Oh, und jetzt die schützen sich hier von irgendwelchen Teufeln. Was zum Teufel? In du kam hin. Oh nein! Ich habe mich gestochen am heidnischen Abbild und jetzt ist Blut von mir auf den Boden getropft und jetzt kommt der Teufel. Bestimmt. Ach, Gregor. Das ist wie in dieser Buffy-Folge aus Staffel 4. Ist auch schwierig, wenn ich nicht auf dich aufpassen kann. Wo Seth Green neue Kabel für seine Lautsprecher machen wollte und sich dann aus Versehen geschnitten hat und einen Dämonenkreis mit Blut befleckt hat und dann sind die Dämonen gekommen. Verhöre die Hirten. Okay, das ist meine Aufgabe jetzt. Hier kommt gerade die Info, man kriegt echt mehr zu sehen, wenn man zu zweit spielt von den Szenen. Als ich allein gespielt habe, habe ich viele dieser Szenen nicht gesehen.
Okay. Wo ist das Depot? Er war bewaffnet, Ma'am. Dazu muss man vielleicht auch sagen, wir haben ja beide den Curator's Cut auch installiert, oder? Ich glaube, ich habe ihn nicht installiert. Weil der Code, also ich hatte den Code bekommen, aber der ging noch nicht, als ich das Spiel runtergeladen habe. Ich sag gleich mal was zum Curator's Cut, die sind hier nur gerade total im Dialog. Deswegen halte ich kurz den Schnabel. Er hat mich angespuckt. Aber 2003 gab es noch kein Corona. Das ist okay. Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Ich habe. Ich glaube, ich schieße jetzt mit einer Panzerfaust auf dich. Warum? Ja. Was hab ich? Okay, ich glaube, ich kann ahnen, was ich dir getan habe, also kann ich das vielleicht nicht ablehnen. Bewachen Sie den hier gut. Das war nicht Staffel 3, Werter Yoko Ono im Chat, das war Staffel 4, wo sie an der Uni waren. Weiß ich ganz sicher. Oh nein! Und jetzt hast du mich angeballert und jetzt fällt mein Hubschraubschraub runter und explodiert. Bist du da drin? Oh nein, und jetzt wird geballert. Und Joey hat einen Schuss ins Bein gekriegt. Ihr Arschlöcher! Es ist eskaliert. Tod, tot. Scheiße, beschissener Scheiß! Jetzt kann ich Call of Duty spielen, oder? Runter, runter! Lacht sich. Sicht den da oben! Feuer erwidern! Jetzt schießen sie mich ab. Okay, shit, ich hab den nicht gefunden zum Ballern rechtzeitig. Nein! Fuck! Sieht auch so eine fancy Brille auf. Ich bin, glaube ich, ein sehr unfähiger Sniper jetzt hier gerade. Das war verdammt knapp! Aber zum Glück alle Leute mit Sprechrolle leben noch. Jetzt geht's ab hier, was? Das heißt, du schießt eigentlich gerade auf mich, ja? Naja, also... Ja gut, ich habe auch... Ich sollte mich vielleicht lieber ein bisschen zurückhalten. Ja, also irgendjemand ballert auf jeden Fall. Da, die Saddams Truppen! Ja, das bin ich! Du bist Saddams Truppen! Das ist doch nicht verstanden. Ja! Oh Gott, ich dachte, du wärst einer der Hirten, aber du bist einer der Truppler. Ich hab gesagt, ich schieß mit einer Panzerfaust auf dich. Naja, jeder kann ja eine Panzerfaust haben im Irak, ist es nicht so? Die Wichser sind schwer zu treffen. Sie rücken vor. Wir müssen zu Joey. Ja, ihr mich auch. Tod. Nixer, schießt euch alle ab. Kein Phosphor auf Menschen schmeißen. Für Präsident Bush. Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich... Bringen wir es zu Ende, ist irgendwie nie gut. Wir werden massakriert! Ist WP jetzt genehmigt? Nee, kein Phosphor. Nur zum Rauch erzeugen. Ich halte sie auf. Gebt mir Deckung und... Auch wenn wir Amerikaner sind, halten wir uns zurück mit den Kriegsverbrechen. Oh nein, ich hab mir dabei ja X! Ich hab's gar nicht gesehen. Viereck! Boah! Die müssen doch in der Mitte vom Bild auftauchen, die Knöppels. Gonk! Ah, ich hab ihn Granaten? Ja, aber die guten Granaten. Boah! Und ich hab gerade einen gerettet. Mit dem Fireman's Carry. Oh nein, Joey stirbt! Bullshit, Mann! Ich weiß, es tut weh, aber du stirbst doch nicht! Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Ist nur eine Fleischwunde, mein Junge. Aber du bist eigentlich tot. Leute, mit Brille darf man doch nicht anballern. Joey ist tot. Nicht Joey. Wer ist tot? Joey, der mit der Brille. Ich bete für dich. Aber Nick betet für ihn. Na Gott sei Dank. Ja. Darf ich jetzt dein Kreuz nehmen? Wartet ihr! Ausschwärmen und kämpfen! Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Krieg ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Geh
Wird es noch schlimmer? Oh, oh. Jetzt wackelt der Boden. Bei mir ist es eingefroren. Ich warte auf einen anderen Spieler. Ja, jetzt bricht der Boden, glaube ich, durch. Nicht den Hirten. Nicht den Hirten anschießen. Warst du der gute Hirte? Nein, aber ich sehe, was du da tust. Dann muss man sagen, wer der nette Hirte ist und wer nicht. Dann baller ich nur die Nicht-Netten ab. Nee, guck mal, der läuft da weg. Den schieße ich nicht an. Aber der dreht sich um und schießt mich dann tot. Nein, ich schieße dich nicht tot. Lass ihn das weg. Das ist keiner von... Spricht denn hier keiner unsere Sprache? Oh, jetzt werde ich erschossen. Scheiße, tatsächlich. Schieß nicht daneben. So treffen wir uns wieder, Gregor. Bist du das? Ja, aber ich werde es nicht machen. Ja, weil ich bin doch nett. Ich habe den anderen auch leben lassen. Wir sind jetzt beste Freunde. Wir machen das genau wie in der Vergangenheit. Mit Captain Baloo und mit Kukuma. Ich habe mir nämlich fast gedacht, dass wir da jetzt gemeinsam reinstürzen. Dann wäre ich ja schön blöd, dass ich dich vorher ausschalte. Genau, ne? Wir stürzen da rein und dann machen wir den gleichen Schlüssel, weil das Monster ist immer noch da unten und scheiß hungrig nach 2000, 3000 Jahren. 5000 Jahren, oder? Wie viel? Was? 3000 vor Christus? Rachel! Scheiße! Oh nein, Erik fällt auch runter ins Loch. Wir fallen alle runter. Direkt in den Mund der Statue, ey. Ah. Ja, sag mal, warum baut jemand auch so ein Dorf direkt über einem antiken Friedhof? Oder Palast, oder? Das war doch der Palast, dachte ich. Ja, bei mir im Chat schreiben die, schieß ihm ins Knie. Also, dass du mir ins Knie schießen sollst, mach das bitte. Ich glaube tatsächlich, ich kann nicht entscheiden, wo ich hinschieße. Ich kann nur schauen, ob ich treffe oder nicht. Und dann treffe ich halt so, wie das Spiel das möchte. Hm. Ich sehe jetzt Nick. Du bist Jason. Ich bin Jason, ja. Wer ist Nick? Oh Mann, was war das? Ah. Hier, Mailman 21. Ich bin meine Affäre. Teams, bitte komm. Over. Ah, scheiße. Deshalb trägst du deinen Ehering nicht, weil du eine Affäre hast? Oder geht's um noch jemand anderen? Das hast du aber von mich mitbekommen. Nee, überhaupt nicht. Hat er mir gar nicht gezeigt. Psch, psch. Oh Gott, oh Gott. Na, ich guck jetzt erstmal hier so Taschenlampe an und aus. So, jetzt durchsuche ich erstmal hier den. Und ich suche nach Nick gerade. Also du bist ich Nick. Ich bin Nick und du bist Jason. Ich suche genau. Dich. Ich komme. Oh, du kommst gleich. Schlag dich bloß nicht, Kumpel. Da sehe ich doch was. Nicht viel versprechend. L1, okay. Ich habe eine Taschenlampe. Ich auch. Ich bin gerade irgendwo runtergegangen, ein bisschen, so einen kleinen Vorsprung. Weißt du, was siehst, komm da auch mal runter. Oh, da sehe ich ein großes Tor. Ich sehe noch nichts, aber ich... Und eine Hand, eine riesige Steinhand. Also das ist nicht immer richtig... Nick ist der Lover der Chefin, sagt Manu bei mir im Chat. Unglaublich, ey. Ja, ich bin jedenfalls da, wo es ein bisschen runter geht. Das ist der Eingang zu der. Ich warte mal auf dich. Oder wir sind unterschiedlich gelandet und müssen uns erst in der Mitte treffen. Das kann natürlich auch sein. Ja, das denke ich mir. Na gut, ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Also, da ist eine riesige Hand aus Stein. Wird angeleuchtet, kann ich nur gucken. Ich sehe irgendwas Organisches, glaube ich. Das Dämonen... ich habe das Dämonending gesehen, das hat da gehockt. Wurdest du schon gegessen? Nein, aber er hat die Taschenlampe ausgemacht. Warum macht er das? Ich glaube, es ist ein Grafikfehler. Oh, ich habe ein Tablett gefunden. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich angucken, wie du stirbst. Oh Gott. Oh, ich habe was gesehen. Vorahnung, wo jemand in ein Loch gefallen ist und den konnte ich nicht rechtzeitig schnappen. Warum macht er das überhaupt? Du stirbst durch Loch. Glaube ich. Weil ich durchlöchert werde oder weil ich in ein Loch falle? Nee, du fällst in ein Loch, aber kann sein, dass du unten nochmal durchlöchert wirst. Das ist doppeltes Loch. Ich bin so ein Angsthase. Ich sehe eine große Steinhand. Ja, da bist du bei mir. Hallo. So, wo... Da, ich bin bei der Steinhand. Ich bin gleich da. Aber ich sehe dich nirgendwo. Warte auf mich.
Es wird auf den anderen Spieler gewartet, steht bei mir. Ach so, literally, ja. Ja. Da, hallo. Ah. Bist du's, Nick? Schau, bist du froh, dass ich dich nicht erschossen habe? Sonst hätten wir uns gar nicht wiederfinden können. Warte mal, und du, also der schäkert mit der nicht Ehering tragenden Frau von Eric? Nein, wer hat was von der Affäre gesagt? Hast du doch gesagt. Ich glaube, du hast dich verhört. Auf jeden Fall, wir sind jetzt beste Freunde. Truppe finden und Medivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Einer hat dich gerettet, du intoleranter Schnuffel. Ja, wir sind Freunde, ich bin besorgt. Nick, was ist los? Ich bin auch ehrlich zu dir. Hab was gesehen. Was meinst du? Was hast du gesehen? Ehebruch. Das Monster. Im Tunnel. So, wenn sie... Die haben ja keine solchen Waffen im Irak gefunden, aber wenn sie so ein Monster gefunden hätten... Meinst du, das Monster ist die Biowaffe? Naja, die hätten dann... Das wäre ja sofort aufgebaut. Aber guck mal, der hatte ein antikes Monster da, der Saddam. Im Keller. Zurecht weggebombt alles. Hast du sowas schon mal gesehen? Bist du hier aus dem Gang gekommen? Ich bin, ja genau. Ich bin aus diesem Gang, da ist so ein kleiner Vorsprung, den du siehst, ne? Da bin ich runtergekommen. Okay, da komme ich nicht hoch. Ja. Ich dachte, ich kann vielleicht die Steintafel nochmal anschauen. Ja, die Steintafel ist hier. Ist hier bei der, da wo ich hingehe. Diese Treppe hoch ist die Steintafel. Hier. Ah, dann gehe ich nochmal schnell die Steintafel anschauen, damit wir auch wissen. Mach das mal. Ich höre gar nichts. Bist du da sicher? Ein Löwe. So, ich hatte das vorhin übrigens nicht bei mir, okay, im Chat das, gesehen. Okay, das kann jeder sein, oder? Könnte jeder sein, ja. Ich konnte sehen, dass ich meine Hand raushalte, also von der Perspektive des Runterfallenden. Kurzer Dank, ich sehe gerade noch mal hier im Chat vor kurzem noch El Bundi. 10 Schweizer Franken supported hier im Kanal. Großen Dank dafür. Bevor ich das hier verpasse im Chat. Sind wir reich? Wir sind reich an Erfahrung. So wie sich das gehört. Möchtest du dir hier noch was anschauen? Weil ich glaube, viel mehr ist hier eigentlich nicht. Das ist eigentlich nur dafür da, dass wir uns wieder treffen. Ja, ich weiß noch nicht, wo wir hin können jetzt. Das durch die Tür. Neben der großen Hand. Da ist eine Tür. Warte. Was denn? Stopp. Oh, da liegt ja was. Ja, ich sehe hier bei den Knochen. Zahnstocher. Dauert nur ein bisschen. Ein Schädelchen. Nimm das mal. Oh, Scheiße. So für die Leute. Wo sind der soll durchlöchert sein. Das schaut eher aus, als wenn da jemand in die Mitte reingehauen hat vorne. Du kannst ihn dir ja auch nochmal anschauen. Ja, also das hätte ich mir jetzt nicht unter durchlöchert vorgestellt. Ich gehe mal hin. Lassen hier. Sie mich gehen! Ja, ich kann Lassen auch so. Ja, guck mal, quetsch hier einfach durch bei mir. Das geht nicht. Da, jetzt hast du dich durch die Animation gequetscht. Nein! Ich stehe immer noch da. Okay. Ich komme nicht weg. Scheiße. Ja. Ja, okay, durchlöchert stelle ich mir auch ein bisschen was anderes vor. Jemand übel mitgespielt. Ausgeschlagen. Verprügelt, ne? Ja, wir können an dieser Stelle nochmal sagen, für die Leute, die bei mir jetzt bei YouTube zuschauen, ist nochmal angemerkt, man kann bei dir die andere Perspektive sich anschauen, weil wir das ja im Multiplayer spielen. Gregor, du musst dich bewegen, ich komme nicht vorbei. Aber du bist jetzt vor, mir. Nein. Doch, in meinem Spiel bist du jetzt vor mir. Lass uns mal bitte auf diesen großen Gang gehen. Ich kann nicht. Nein, ganz im Ernst. Du stehst vor mir in meinem Spiel. Und ich komme. So, jetzt bist du weggegangen. Ja. Jetzt kann ich auch aus dem. Also, wahrscheinlich war es so, dass in deinem Spiel war ich vor dir und du warst in meinem Spiel vor mir. Kann nämlich auch sein. Ich wollte nur kurz sagen, geht gerne auf twitch.tv/cut_casino. Da kann man sich das bei dir auch angucken und mindestens followen bei dir. Und wer gerne die YouTube-Sicht sehen möchte, der kann das auf RPG Heaven tun bei YouTube. Genau. Ja, die geht dann, wenn wir durch sind, geht das dann online. Warte mal. Also zur Tür. Ach, da ist die Tür. Ja, machen wir mal auf hier. Schau. Also auf 3. Ach so, ich kann nichts drücken. Du musst drücken. Ich kann noch nicht drücken. Ich muss warten. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Ich muss Hilfe. Ach so, jetzt sagst du mir erst, dass du Hilfe willst. Ja, ist ein Job für zwei. Das hätte ich sonst ja nicht ahnen können. So, was muss ich drücken? Kreis? Das ist Mervyn! Ich muss gar nichts drücken. Oh!
Ja, gute Merwin. Mann, ich versuch's doch! Hör endlich mal auf zu zappeln! Fuck! Oh, der ist aber richtig durchgeblutet hier. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel! Woran hängt er bitte? Ich hoffe an nichts Organischem. Es ist sein Gedärm, ist das. Oh Gott, der hat's ja echt abgekriegt. Ich kann dich hören, weißt du? Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Ja, es sieht nicht gut aus. Nimm es. Wir bauen dich gleich auf. Das ist ein Morphium, das hilft schon. Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst wach. Oh Gott, ja, was willst du machen, wenn du in so ein Erdloch fällst? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Wow, gegessen! Was? Die haben Clarice gegessen. Clarice wird geknuspert. Witzig, dein Ton war schneller da als das Bild. Oh, hab ich's hier vorweggenommen? Was war das? Ja, Merwin, jetzt bist du dran. Ah, shit, ja. Was ist da los? Das interessiert mich nicht so sehr. Du hältst uns nur auf, Merwin. Oh, die ziehen eine Blutspur mit. Der findet euch doch sofort. Das ist eine ganz schöne. Wer bist du? Ich bin der andere. Also ich. Jason? Genau. Und ich gucke jetzt gerade, wie du mit der Hand an ihm rumreibst, an Merwin. Ich schätze, du verarztest ihn gerade, ne? Ja. Was da auch ist, Halt dich still! Mann, die Fresse, Mann! Du musst still sein! Okay, merken, Kreis für Morphium. Für den Mund zu halten. Schön ins Bein reinstechen. So, retten wir ihn oder nicht? Doch, wir retten ihn, ne? Zumindest auch, dann, also böse gesagt, damit er ruhig ist, ja? Ja, genau. Naja, wir können ihn auch lassen. Dann kann er schreien und ablenken und so, aber ich würde sagen, wir sind ja gute Kerle. Auch wenn wir Amis sind. 2003. Ich habe hier die ganze Zeit Quicktime-Hammer-Hau drauf auf die Tasten. Nick, du erstickst ihn! Nein! Kein Puls. Er hat keinen gottverdammten Puls. Unmöglich, ich wollte ihn nicht. Hat er das falsche Morphium erwischt? Merwin ist tot. Ich habe ihn erstickt! Du hast Merlin umgebracht. Merwin. Oh, und da läuft es herum. Weg hier! Aber sonst hätte er geschrien. Tja. Hättest du mal dran gedacht, ne? Aber jetzt lenkt er den wenigstens ab, das Monster. Da hat es noch was zu knuspern gleich. Ui. Jetzt sehe ich den Ehering. Was? Was? Jetzt habe ich ein Flashback, wie wir heiraten. Also Rachel und Eric. Oh. Oh, nee. Das ja. War... Und... Ah. Jetzt, du bist Eric. Ja, und du bist Rachel. Ja, er hat sich noch daran erinnert, wie es damals war mit dem Ehering. Nein, ich bin Salim. Du bist nicht Rachel? Gerade nicht. Okay, weil ich bin mit Rachel gerade gemeinsam abgestürzt. Alles in den Höhlen. Alles gut. Okay, dann sind wir jetzt wieder bei getrennten Events. Okay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie... Kommst du durcheinander? Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Verlass dich auf mich. Verlass dich auf mich, Rach. Bleib einfach bei mir. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Selbst aufpassen, Eric. Anscheinend. Karabiner schlingen, sei Licht. Scheiße. Okay. Okay? Okay. Dann los. Ja, Eric und Rachel werden sich jetzt dem Monster gemeinsam stellen. Aber... Okay. Wenn sie überleben, ist das Wichtige, was sie gemacht haben, dass sie da ihre Ehe gerettet haben. Haben sie ja noch nicht. Ja, vielleicht passt noch. Oder ich opfer sie, bevor ich gegessen werde. Eins von beiden. Ich bin für Klette.
Das war auch meine Situation da, wo ich hätte sagen können, nein, wir sind kein Paar mehr, das einmal offen zu lassen. Mhm. Wer weiß, was passiert und wer das überlebt. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Okay, also ich bin wieder der Salim, der dir gerade das Leben gerettet hat. Mhm. Ich sag's nur nochmal. Jason. Du hast Jason das Leben gerettet. Jetzt bin ich Eric. Meine Loyalität ist anderswo. Dein Buddy habe ich das Leben gerettet. Und eine Waffe fehlt mir. Und ich denke an meinen Sohn, zu dem ich wieder gehen möchte. Oh, das ist doch nett. Dein Sohn ist längst tot. Bestimmt. Für mich sieht er ist ein Dieb und immer zugedröhnt, aber noch nicht tot. Wenn hier unten nichts ist, warum? Zumindest mein Chef zu mir gesagt. Zugedröhnt mit Höhenfliegern. Da ballern Leute gerne rum. Wenn Ashley Tisdale vom Highschool-Musical ist, heißt das, hier gibt es auch Gesang zwischendurch? Endlich haben wir mal richtig Zeit. Weiß ich nicht. Oh Monster, bitte friss mich heute nicht. Ich habe einen Toten gefunden. Erinnert dich das nicht an früher? Kannst du erkennen, was das für einer ist? Also einer deiner Soldaten. Aber ich sehe nur, dass der irgendwo hingeschleift wurde. Ja, das ist wahrscheinlich Merwin. Nein. Anderer Soldat? Namenloser Soldat steht wahrscheinlich in den Credits. Oh. Und eine Vorsicht, Tageslicht heißt die, wie das Monster eine Frau nach einer Frau greift, dann wahrscheinlich Rachel, wenn die andere schon weg ist. Durch so einen Schacht klettert. Das kann sein. Oh, ich habe eine Höhle gefunden mit Hieroglyphen, wo Rachel und Eric gerade unterwegs sind. Aber ich wollte noch sagen, wenn du gerne singen möchtest, darfst du. Also ja, ich fände das sehr schön. Das würde mich beruhigen nachher wahrscheinlich, wenn ich kurz vorm Essen, also vorm gegessen werden bin. Sumerisch vielleicht. Jetzt habe ich dir zugehört und habe mich verdrückt. Ha, Entschuldigung. Ich bin eine Treppe runtergefallen. Macht nichts, mir geht's gut. Du bist ja eine echte Historikerin. Wusste ich gar nicht. Vielleicht kennst du mich doch nicht so gut. Also finde deine Verbündeten, durchsuche die Ruinen, folge der Blutspur. Ich weiß nicht, irgendwie spare ich mir das mit der Blutspur erstmal. Oh no! Mist! Das hat meine Taschenlampe zerstört, dass ich da runtergefallen bin. Oh, wirklich? Ja. Jetzt habe ich nur noch ein Feuerzeug. Hey, Rachel hat das clever gemacht, die hat ein Kopflicht. Oh Mann. Das ist immer schlecht, wenn das Einzige, was man noch tun kann, ist, der Blutspur zu folgen. Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, die Tür... Uff. Jetzt sind wir bei einem eingestürzten Boden und versuchen nicht zu sterben. Ja, wo kommt der Quicktime? Ego, hier ist ein ganz langer Tunnel. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Geh einfach runter. Passt schon. Da kann ja nichts Schlimmes sein. Nicht in diesem Spiel. Oh, hier sind derbe Kratzer an der Wand. Auf einer Steinwand. Ich sag's nur nochmal, um zu unterstreichen, wie schlimm das ist. Und jetzt mache ich die Augen zu. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich finde noch mehr. Ich will auch nichts verpassen, aber ich will auch nicht sterben. Ich weder hier noch im Spiel. Schwer zu sagen. Sieht religiös aus. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Oh, ich habe mein Idol gefunden. Was ist denn das für ein Flashback hier? Es ist nichts passiert. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Ah, da, ja. Rachel sagt, das ist Pazuzu. Ah, du hast ein Geheimnis gefunden. Ich sehe hier nur diverse... Ein sumerischer Dämon. Hat wohl was Steinwände mit Kratzern. Plagen und Dämonen, ja? Ach Gott, hätte ich doch meine Taschenlampe. Unglaublich. Also sie haben das P-Wort gesagt, Pazuzu. Weil ich habe eine Pazuzu-Statue gefunden, eine kleine. Und ist das wie mit Bloody Mary? Der kommt, wenn man ihn dreimal Pazuzu nicht nachgeben. Ja, ich weiß nicht, was die Anzahl ist. Bloody Mary ist 3, Candyman ist 5-mal, dann muss Pazuzu 4-mal sein. Weiß nicht. So, lass uns mal hier raus. Okay, also ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich habe es jetzt versucht in alle Richtungen. Ich kam aber nirgendwo weiter.
Das heißt, ich gehe jetzt durch die Tür und eventuell treffen wir uns dann gleich wieder. Gott, wie kann man so Schiss vor einem Spiel haben? Ich kann hier... Hier steht bei mir, es wird auf den anderen Spieler gewartet. Wahrscheinlich muss ich erst mal abwarten, bis du dann deine Action durch hast. Ich glaube, ich komme gleich durch eine Tür und bin eh bei dir. Noch mehr Kratzer an der Wand. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Das ist mein Gruselsessel hier noch. Dein Gressel. Dein Gressel. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Ich habe einen anderen Soldaten gefunden, diesmal einen von meinen. Ist er noch ganz oder fehlt die Hälfte? Ja, ich muss jetzt warten. Ich habe alles untersucht, was hier geht. Das Loch, die Stadt. Oh, geht's da hinten noch weiter? Jetzt hat sein Bein was. Na, während ich warte, kann der Chat ja noch mal ein paar Sachen fragen. Knapp 622 Leute hier gerade online. Oh, jetzt kommt was. Da schießt jemand. Wo kommt das her? Mein Bild ist gerade eingefroren. Es geht wieder. Nichts wie weg. Kannst du irgendwas sehen? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Sag die schlechte zuerst. Ich glaube, es ist nicht nur ein Monster. Und was ist die gute? Wir haben keine Wahl. Eins ist Matsch. Ah. Was geht runter? Aber es könnte ja noch viel mehr sein. Oh Gott. Oder es ist nicht richtig getroffen, aber es sah schon jetzt sehr... Autsch aus. Oh, jetzt bin ich wieder Erik. Ich bin Rachel. Jetzt bist du Rachel auf einmal? Ja. Ja, vielleicht siehst du jetzt die Parts, die ich vorhin gemacht habe. Ich gehe jetzt als Erik runter auf den Boden des Tempels. Nein, ich glaube, wir sind jetzt wieder... Ach so, Entschuldigung. Ah ja, Erik und Rachel, ja. Entschuldigung, ich dachte an Jason gerade. Ja, jetzt sind wir wieder zu zweit, also. Ja? Mhm. Okay, ja, dann bist du jetzt an der Stelle. Also ich habe das davor gespielt, bis wir hier dieses Loch runtergegangen sind. Okay. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kalis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Wie konntest du dich nur so irren? Sieh dich mal um. Die ganze Scheiße war wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kalis wird stärker denn je. Du glaubst, ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Oh. Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Was ist das? Ein Generator? Ja, ja, da haben ja wohl welche schon mal die Entdeckung gemacht. Sieht so ein bisschen aus, als ob Umbrella hier das schon gefunden hat und ihr Lager aufgeschlagen haben. Bringt den Generator zum Laufen. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ich bin auch Computerprogrammierer und ich habe das Computersystem geschaffen, das die Massenvernichtungswaffen von Saddam ausgemacht hat. Aber anscheinend war es nicht so geil programmiert. Weil es gibt ja keine. Randolph. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Ich auch. Das kann ich verstehen. Was auch immer das war. Aline Journeau ist hier und sie schreibt einem Randolph. Wir haben auch den zweiten Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Ah, okay. Um die
Steinsäulen ist hier Dynamit. Kann mich jemand hören? Over. Und hier ist so ein Tonbandgerät, aber das scheint ein bisschen hinüber zu sein. Also zumindest... Oh, eine Minigun. Rachel, sieh dir das an. Das ist eine geile Minigun. Was zur Hölle war hier los? Bist du denn Ex-Mann? Ich bin da bei der Knarre. Oh, die sind wahrscheinlich hier runtergekommen, haben das Lager aufgeschlagen, wurden dann gegessen. Deshalb konnten sie nicht melden, was hier los ist. Sie wollten wirklich ihre Flanke schützen. Wo glaubst du, führt der Durchgang hin? Ja, da sehe ich gerade nichts. Warte, wo bist du? Hier blinkt ja noch ganz, ganz viel. Also ich finde, es ist zumindest sehr deutlich. Ah, da bist du. Bleib da, ich komme. Ja, da habe ich was gefunden. Ich kann nichts von all dem wissen. Im Sand. Brauchtest du da meinen... Ach so, weil er gesagt hat, ich soll kurz herkommen. Ja, warte mal, ich guck noch mal. Alle ohne und dann komm mal her. Die schaffen das. Vielleicht müssen wir das gemeinsam angucken. Das sieht aus wie so ein Sprenggerät, ne? Wenn wir das Dynamit dran gemacht haben, dass wir die Steinsäule sprengen können. Was ist das? Achso, das ist das Ding, was wahrscheinlich Munition braucht. Okay, ich bin jetzt endlich bei dir. Verzeihung. Ja. Aber ich kann nichts drücken. Also okay, dann gehe ich mal raus hier. Kannst du dir das ansehen, was da im Pool drin ist? Gibt es sicher einen Anzug? Na, es blinkt. Ah, doch. Guck dir das mal an. Ja, sie braucht immer ein bisschen. Ja, jetzt gehst du runter und guckst dir das an. Anker. Ein Hämmerchen. Das ist das Geheimnis, was du wahrscheinlich eh auch gerade gefunden hast, oder? Dynamit, ja. Ah, okay, das ist Dynamit. Das sah aus wie so ein Zwischenschalt. Irgendwas. Wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Ich sehe nichts. Hier, eine Taschenlampe. Der Kampf war nicht ohne. So, hier ist noch ein Zettel. Der Fluch von Akkad von Aline Journeau. Gelehrte betrachten den Fluch von Akkad als Fiktion, eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Laune der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. Mhm. Soll ich das einmal weiterlesen? Mach das mal, vielleicht steht da ja drin. Und übrigens, das ist Dynamit. In der ursprünglichen Geschichte wendet sich der Gott Enlil gegen König Naram, Sin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten, aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram Sin wendet und die Gutea sendet, um Akkad dem Erdboden gleichzumachen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Ja, du warst es gibt keine... Du warst einer dieser Gutea dann am Anfang, ne? Wahrscheinlich, ja. Es gibt keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass Naram Sin Enlils Tempel zerstörte, weil da sind wir ja wahrscheinlich gerade drin, oder? Also dieses Ding mit dem Mund. Ja. Unsere Funde hier legen jedoch nahe, dass der Fluch auf tatsächlichen Ereignissen beruhte. König Naram Sin baute diesen Tempel, um die Götter zu ehren. Viele unserer Funde zeigen den König, der den Himmel anfleht, die Götter wieder in die spirituelle Welt seines Volkes zu bringen. Der Untergang dieses Tempels deutet darauf hin, dass der Fluch nicht gebrochen werden konnte. Das ist vielleicht ganz spannend als historischer Zusatz. Weil es gibt ja auch immer ein bisschen... Ich habe Benzin! Oh, endlich. Immer ein bisschen Historie in den Spielen. Es muss ja auf wahren, in Anführungsstrichen, Tatsachen beruhen, ne? Ja gut, dieser Slogan ist halt mega abgegriffen und nervt ja meistens jetzt mittlerweile auch, aber du hast eben diese indianischen Sagen in Teil 1, also in Until Dawn. Oh, du meinst die Prothese? Mein Bein ging auf der Straße drauf. Das weiß sie nicht? Willst du echt schon wieder auf dieser Sache rumreiten? Ach so, es ist passiert und es war scheiße. Aber jetzt kann man nichts mehr dagegen tun. Lass es hinter dir. Hast du mich mein Bein gekostet? Aber du warst hinterm Steuer, weißt du noch? Aha, du hast einen Autounfall gebaut? Ich dachte, es war im Krieg auf einer Tellermine. Aber nein. Es war beim Einparken im Hinterhof. Nein, ich kann gut einparken. Ja, anscheinend als Tisdale nicht. Dass du gut einparken kannst, weiß ich.
Leuchte mal den Tank an. Oh oh. Ja. Nicht daneben kippen. Ja. Ist wertvoll. Scheiße. Sonst muss man noch ein Land irgendwie. Hat ein Leck. Ah. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Ist irgendwas zum Abdichten? Here we go again. Oh, finde Klebeband. Da hinten in dem... Im Zelt. Genau. Generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Vielleicht bin ich vor dir da. Ich bin doch schon da. Oh, ich nehme dir, ich habe den Weg drumherum genommen. Das war auch blöd von mir. Was Großes so lange unentdeckt bleibt. So. Tagebuch von Randolph, dem geschrieben wurde. Das war 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, lehnt man nicht ab. Mary und ich wollten eigentlich zu unserer Hochzeitsreise aufbrechen, aber die Chance, mit einer der anerkanntesten Altertumsforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, konnten wir uns nicht entgehen lassen. Von 1946? So, bla 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 bla. Okay, also das sind Sachen von 1946, die wir hier gefunden haben. Zum Teil die jedenfalls. Die Bradshaw hat eine Brosche, die ausschaut wie ein sumerisches Relikt, getragen, aus einer Ausgrabungsstätte im haschimitischen Königreich im Irak. Die hat damit das Monster bestimmt sauer gemacht. Und sie hat auch eine goldene Keilschrifttafel. Ich konnte da jetzt kein Klebeband sehen. Ich weiß nicht, ob du irgendwo was ausmachen kannst in der... Mhm. Also sie gehen davon aus, dass der Schatz von Alexander dem Großen hier irgendwo liegt. Just saying. Achso, und das war das, was du eben gesehen hast wahrscheinlich. Mhm. Der Schatz von... Sie braucht immer ein bisschen, um das... Hast du das Foto gesehen? Ja. Okay. Das heißt, das ist quasi die Vorgeschichte, wie er dann dahin gekommen ist. Klebeband, Klebeband. Sollen wir die Tür öffnen? Nein, Klebeband. Für Licht sorgen, damit die anderen uns finden. Ja, ich muss ja immer die Tür angucken. Also, weil hier war nichts mehr. Da hatte ich schon reingeschaut. Das ist die Waffe und das Dynamit. Boah, was ist da? Jetzt kann der Kollege auch mal ein bisschen laufen, ja, ey. So langsam gehen ist immer ein bisschen nervig nach einiger Zeit. Hier ist ein Band. Oh. Aber... Ah, ich hab's. Sehr gut. Was ich hab, weiß ich nicht. War auf dem Schreibtisch. Echt? In dem Zelt? Nee, außerhalb. Schönes Panzertape. Ordnung ist das halbe Leben. Wenn es im Zelt gelegen hätte, hätten wir es schon gefunden. Werfen wir den Generator an. Siehst Wie geht man noch mal schneller hier? Ich habe keine Ahnung. Jack, X. Ja, weil ich dachte mit L1. Ah, wenn die. Du musst die Lampe, glaube ich, auslassen. Dann gehst du aber schneller. Aber das ist doch blöd. Ich will doch auch mit Licht schnell gehen. Gut, ich repariere jetzt erstmal. Guck mal, ich bin nicht komplett nutzlos. Du hast das Benzin gefunden, ich habe das Leck repariert. Gott sei Dank. Aber du trägst den Ehering nicht. So ist das. Wir sind trotz unserer Differenzen ein gutes Team. Mhm. Ich lass dich auch zuerst gegessen werden vom Monster. Ich lasse dir den Vortritt. Danke. Ladies Danke. First. Können wir jetzt reden? Kommt drauf an. Worüber denn? Du sagtest, wir könnten reden, wenn wir Zeit haben. Wir haben alle Zeit der Welt. So wie es aussieht, sind wir jetzt allein. Ich will eigentlich anders antworten, aber die Antwort ist so lustig. Mann, das Date ist ein echter Reinfall. Gab's nichts anderes? Mich hat's auch nicht um. Es hat gute Kritiken. Moment mal eben. Das Leck ist wieder dicht. Halt den Schlauch. Schade, wir haben keine Zeit mehr zu reden. Ihr klebt mich jetzt am Schlauch fest. Hilf mir mal mit der Platte. Ich kann nicht den Moment nutzen, um ein paar Prime-Abos zu vermelden. Vielen, vielen Dank. Das ist doch super. Sie sehen echt schlimm aus. Geprimed. Oh, jetzt ist auch noch die Sicherung kaputt. So machst du die Spieldauer länger, ne? Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Dass alles kaputt ist, meinst du? Ja, dass alles nacheinander kaputt ist.
Rachel, wir haben uns Raum gegeben und diese Pause. Ich meine, sieh dir unsere Karrieren an. Du, ein Field Officer für die CIA und, also, Kalis könnte den ganzen Krieg beeinflussen. Sollte es je funktionieren, klar. Boah. Du glaubst nicht an meinen Computerzauber. Ich habe gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalis beschäftigt. Was anderes gab's nicht. So nennt man das also. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Rach. Na komm, spuck's aus. Bin gefühlvoll. Du fühlst mir, Rach. Ob du es glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Es ist so schwer, Gregor. Ja, komm. Hau ihm eine rein. Emotional. Es ist gerade so schön. Ah. Da wird es ja umso trauriger, wenn ich dich opfern muss. Na. Man kann nicht alles haben. Nee. Und jetzt können wir die Tonbänder uns vielleicht anhören. Vielleicht können wir die reparieren. Mhm. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Okay. Oh. Oh oh. Jetzt die Tiefe wird angezeigt. Du bist Jason, ich bin Nick. Okay. Hast du denn auch so ein bisschen Descent Vibes? Da habe ich nämlich die ganze Zeit dran gedacht, bevor wir jetzt angefangen haben zu spielen, also jetzt immer noch. Ja, der Descent. Ja, so ein kleines bisschen, wobei sie sind noch nicht tief. Descent Vibes, ja. Sie sind noch nicht tief genug. Scheiße, daneben! Was? Ich habe daneben geschossen. Warum machst du denn sowas? Ich dachte, ich bin nicht daneben, aber ich war daneben. Denn rot ist es gut. Ich weiß, ich war über dem Tier, aber ist gar nicht rot geworden, da habe ich schon geballert. Wir müssen da durch! Den anderen Weg! Und deine nervösen Zuckungen. Vorwärts! Oh, da kommt's. Wie es da rumschwabbelt. Ich messer dich! Du Pazuzu, schieß ihm in die, was auch immer er hat. Ich kann nichts tun. Ich würde gern schießen. Ah, du hast ja schon geschossen, immerhin. Aber das habe ich nicht gemacht, also. Halt von alleine. Ja. Aber ich habe ihn gemessert. Ist immerhin gut. Messert. Es lädt. Mhm. Bei mir steht auch, wird gewartet. War ja. Der tut sich gerade ein bisschen schwer hier. Beim Laden meinst du? Mhm. Jetzt geht's wieder ganz gut. Ich muss mir hier gleich nochmal eine Konstruktion überlegen, wie ich das. Ich bin schon fast da. Bloß wenn ich das Kabel einstecke, dann muss ich wahrscheinlich erstmal umstellen, alles. Ja, solange für die nächste Session richte ich es ein. Für die nächste, ja. Aller Wahrscheinlichkeit nach, wir spielen ja jetzt noch ein bisschen weiter hier. Aber wir werden das jetzt heute, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn jetzt nicht gleich das Ende kommt, nicht durchschaffen. Aber bezweifle ich auch, das wird ja alles noch mal ein bisschen umfangreicher sein. Wir werden doch die Tage über, wahrscheinlich am Dienstag oder so, werden wir nochmal ankündigen, eine Session dann nochmal machen. Sieh dir das an. Funktioniert das noch? Oh, hier ist der Wunsch, wenn es bei mir lädt, dass du eine Wartemelodie singst. Oh. Ich gebe dir nächstes Mal das Stichwort, okay? Gib mir Bescheid, ja. Geht schon. Das Vater School Musical. Oh ja, lade schnell mal ein paar Texte runter. Und dann geht's ab. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich hab ihn. Am Hals. Schatz! Ich trage ihn immer bei mir. Ich trag ihn am Herzen.
Er hat's gesagt, er trägt ihn am Herzen. Du Schmalz-Cowboy, ey. Einmal muss man nichts sagen, du. Er hat einfach geschwiegen. Halt ihn fest, den Ring. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Ich will dich zurück, Rage. Wir müssen ihn gemeinsam nach Mordor bringen. Dieser vakante Blick, während du deine Entscheidung triffst. Berechne, berechne, berechne. Lady Bitch, Lady Bitch. Du musst loslassen. Du hast losgelassen? Ich hab einen anderen. War klar. Die Knochen dieser... Eric, ich hab's mir überlegt und eigentlich bist du doch ganz gut. Unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Marie, es tut mir leid. Liberate tut er mir. Das Gute ist, es ist ein so abrupter Themenwechsel, dass es funktionieren wird. Ja, genau. Ich habe einen anderen. Oh, Tote. Hallo? Scheiße. Oh, da ist ja dein... Der General lebt noch. Das ist mein Chef. Das ist dein Chefke? Salims Chef. Aber er kann nicht gut zielen. Ja, der ist eher so der Haut-drauf-Typ, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt sind wir in den Sandhöhlen. Jetzt bin ich wieder Jason. Gib mir Deckung. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. Anale, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand machen! Das ist Rachel! King, hier ist Mayhem 2-1 Actual. Wiederholen, over. King, hier ist Mayhem 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Fuck! Lädt aber schnell. Achso, es ist jetzt schon Gesangszeit? Na, es ist jetzt leider schon wieder vorbei. Achso. Er kommt aber bestimmt noch. Ich erwarte noch, ne? Es mit Freude. Es kommt bestimmt noch eine große. Im Chat wird bei mir gesagt, dass Multiplayer wahrscheinlich kürzer ist, weil wir viel nebenher parallel spielen, die man sonst nacheinander machen müsste im Singleplayer. Das kann natürlich sein. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt am Ende sind, aber wahrscheinlich weiter voran, als wenn du Singleplayer gemacht hättest. Wäre auch nochmal spannend, ich meine, ich werde jetzt eh wieder 80 Mal spielen, aber wen man dann in welcher Situation macht. Oh oh. Nein, das Letzte! Er hat's, glaube ich, durchgehen lassen. Ich habe alle gekriegt. Okay, ich habe das Letzte verhauen. Ist egal, wir leben ja noch. Das Einzige, was tot ist, ist unsere Ehe. Deine Arbeit ist so wichtig. Tja, Rachel. Hier, nimm diesen Ring. Ach, du hast deinen nicht mehr. Sie hat ihn doch bei sich. Sie muss ihn für besseren Grip aufsetzen. Dann rutscht ihn nämlich nicht runter. Der sogenannte Ring-Grip. Mhm. Ja, so funktioniert das doch beim Klettern. Schau, das ist das aus der Vorschau von Little Hope. Hilf mir! So, Quicktime jetzt, oder? Bei mir ja. Ja, ich auch. Drei. Rette sie, Erich. Erich? Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts. Zu dunkel. Komm schon. Fuck.
schnallt sich. Nee. Ja, das muss richtig ätzend sein, wenn es eh schon so knapp ist und der andere baumelt da so mit Schwung hin und her. Tut mir so leid, Rachel. Tut mir so leid. Oh! Ich bin kurz davor, das Seil wegzuschneiden, aber ich mache es nicht. Ich glaube, entscheidest du das gerade? Ja. Oder dann doch. Fahren wir, glaube ich, beide. Soll ich schneiden? Das ist deine Entscheidung. Ich habe jetzt nicht geschnitten. Jetzt fallen sie wahrscheinlich beide. Ich glaube, wir fallen beide. Nee, aber da drüben, da kommt Jason. Ich glaube, der Assi kommt. Oh Scheiße, ist der andere. Der Schießerich. Aber ich habe gedruckst. In Quicktime. Oh, jetzt kann ich nochmal schneiden. Ich schneide ihn nicht ab. Ich habe mich schon entschieden. Da gehen wir gemeinsam unter. Da kannst du im... Jetzt wurde ich getroffen. Jetzt bin ich tot. Nein. Rachel. Aber Rachel halt... Nee, nur am Arm. War eine Fleischwunde. Nein! Jason! Erich! Jetzt fallen... Oh! Okay, ich bin tot. Ich bin Kleinholz. Holy shit. Aber ich habe unsere Ehe zerstört. Ja, und meinen Brustkorb anscheinend. Oh no. Ich hab dich nicht runtergeschnitten. Jetzt hält dich meine Leiche fest. Ach Gott. Das kommt davon, wo ich an das Gute im Menschen glaube. Bye, Eric. Und natürlich ist jetzt die Kurator-Szene, wo er uns sagt, tja, sie sind halt ein Loser. Im Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt. Ein Leben erloschen. Ein weiteres verloren an die Dunkelheit. Weiteres? Wer ist noch tot? Vielleicht du. Clarice. Plötzlich verschlechtert. Meinen Sie nicht? Ich glaube, sie fällt so oder so. Okay. War Erics Ableben nicht unehrenhaft? Ich war nicht unehrenhaft. Er starb, wie es ein Soldat tun sollte. Ein Soldat für die Liebe. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft ihr doch nur jeder für sich selbst? Wir sind Buddies. Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließ. Aber der war schon tot. Nacht ist noch jung. Das ist nicht wahr. Der Mervyn. Ich wollte nur, dass er ruhig ist. Ja, stimmt, du hast ja auch einen umgebracht. Das war ich nicht. Ein widerwilliger Soldat. Oder? Das war Nick. Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Es ist unvermeidlich, dass manche Lichter flackern und erlöschen. Wie lange die übrigen weiterstrahlen, liegt nur an ihnen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Weil wir so schlecht sind. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Okay, ich verspreche es. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden... Lass mich doch jetzt einfach nochmal probieren. ...weisen Worte an mich richten. Wie meinst du? Lang ist der Pfad und... Ich dachte doch bestimmt, ihr das Kapitel überspringen oder so. ...hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Kann man am Ende tatsächlich in die Kapitelauswahl gehen, aber der, alles davor bleibt natürlich dasselbe. Ach so. Und alles danach muss man nochmal machen. Also du kannst nicht nur einzelne Kapitel spielen. Also das Spiel geht jetzt weiter, aber mein Hoshi ist tot, ne? Ja. Und ich wollte nochmal sagen, Mervyn oder wie er heißt, hätten wir gar nicht spielen können. Das war ein Unfall. Aber vielleicht retten, wenn du ihn nicht erstickt hättest. Mach diese Situation nicht noch schräger! Das war ein Unfall. Alles für die Liebe getan. Es sind eh immer fünf. Deswegen glaube ich zum Beispiel Mervyn, Clarice und diesen... anderen General da, die könnten wir eh nicht spielen. Ja. Also. Fuck, er ist tot! Oh. Ja, da bin ich ja.
Aber vielleicht lebt er noch. Ein beschissener Tod. Ganz ehrlich, er war schon totgeweiht, als wir aus dem Heli raus sind. Ach ja, warum? Rachel war bei ihm? Ich weiß nicht, Kumpel. Hey, wir können hier nichts mehr tun. Wir müssen uns erstmal irgendwo verschanzen. Da drüben. Gehen wir! Unmöglich. Also dann sind es die 5 Spieler, sind dann die 4 Soldaten oder die 4 von der US Army und den einen, den du spielen konntest. No? Mhm. Merke, Menschen, die man nicht spielen kann, sind weniger wert. Das nicht. Ich will nur sagen, wir hätten ihr Schicksal eh nicht weiter beeinflussen können, wahrscheinlich. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Joey ist tot. Wovon redest du? Ah, ja. Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Stimmt. Joey ist Kleinholz. Nicht Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Die Statuen. Nick! Speicher es ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Wären wir doch nur im Heli geblieben. Das hier unten ist schlimmer als alles, was wir je erlebt haben. Ganz eindeutig. Ob wir wohl bestraft werden? Für unsere Sünden? Sei kein Weichei. Sei kein verdammtes Weichei. Ja, der Scheiß hier ist echt hart, aber du und ich sind... Also, wir sind Marines. Du hast recht. Wir sind positive Marines. Vibes. Wir sind Marines, verdammt nochmal, du Weichei. Experimenten sein. Und falls nicht, falls am Voodoo-Scheiß mehr dran ist, dann begraben wir ihn eben. Finden wir die anderen. Wir sind sicher nicht allein hier. Wir finden die anderen. Und dann gibt es Rache. Nein, Rachel gibt's dann. Ura. Jetzt ist Rachel einfach der Zusammenschluss von Racheengel. Ja, wenn du Rachel auf Deutsch aussprichst, dann ist es Rachel. Rachel. Ja. Rachel Ogmonek. Kennen wir ja noch. Der alte Rachel. Ja, jetzt ist dunkel. Aber ich kann hier gar nicht so richtig rein. Ja, komm. Ach, das sind so unsichtbare Wände, die mich so ärgern. Ich sehe da was, ich will da hin und ich kann nicht. Nein, nein, nein. Als Marine möchte man das auch nicht. So, das ist jetzt... Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Lauft um euer Leben, wir sind verloren. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Das ist das, wo wir vorhin waren, oder ist das was anderes? Weil da ist ja auch ein Zelt an der Seite, das ist das Gleiche, ne? Ja, das ist genau das. Ah, Locations wiederverwenden. Da ist der Generator. Ist aber nur die Frage, recyceln sie es wirklich nur? Ist das quasi dafür da, dass wir nochmal Hinweise finden können? Oder finden wir andere, weil es andere Charaktere sind? Du bist natürlich gleich straight zur Tür gestratzt, oder? Nee, ich bin zum Generator gestratzt. Der, du siehst ihn auf der anderen Seite, zu deiner Rechten, da wo du gerade lang gehst. Hey. Da stehe ich davor und der zuzelt so rum. Der ist wohl, aber ja. Der ist wohl jetzt durch. Das fand wohl jemand nicht so gut, dass der da stand. Nee. Ich komme... Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Guck mal, grün an grün, rot an rot. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Na schau, hab ich auch Sabotage? Gesehen. Scheint so. Halte Ausschau. Oh, das ist bestimmt gleich eine Auswahl, ne? An welche du die dran zwuppeln willst. Ah, shit! Das sah aber nicht aus wie das Monster. Nee, das ist dein, der andere Kollege, den du gesteuert hast, der coole. Gute Arbeit, Sergeant. Na, aber der wäre da nicht so ruhig gestanden, glaube ich. Ich glaube eher, dass das der... Der General, General ist. War, vielleicht. Das ist der... Hier gibt's nichts zu sehen, bitte weitergehen, oder? Verstanden. Auf dem Irak. Alles in Ordnung. Der Salim ist der, mit dem ich das Monster zermanscht habe. Wobei ich war es ja nicht, sondern... Durchsuche die Ruinen.
Jetzt sind wir in den Gängen vom Schiff bei Man of Medan und gucken wir uns so um. Hier lang. Nein! Oh nicht nein! Hier lang. Stopp, stopp, stopp! Geh da nicht durch. Ihr geht von alleine. Stopp! Oh, ich bin angehalten. Ich habe den Quicktime rechtzeitig erwischt. Wir müssen stoppen, weil ich war gerade bei einem Hinweis dran. Du warst zu schnell. Okay, ja, ich hatte gerade ein Quicktime-Event, dass wir fast über Stolperdraht mit Granate einfach aus gestolpert sind. Gegen Explosion? Mein Hinweis, mein Hinweis. Ich muss nur den Draht kappen. Kann ich bitte zurück? Das ist aber nicht nett. Das waren sicher die Iraker. Ah, gleich bestimmt. Und ich dachte, die Monster legen überall Bomben. So, guck mal, ob du wieder zurück kannst. Wahrscheinlich geht jetzt trotzdem die Bombe noch hoch bei meinem Glück. So, wo war ich denn? Du hast ein Geheimnis. Random Tagebuch habe ich gerade gelesen. Ja, ich komme zurück, alles gut. Okay, ja, hier liegt auch so eine Tagebuchseite von der Expedition aus den 40ern. So, schau. Oh, was ist ein schöner Text? Götter der Sumerer. A59. Das sind alles Artefakte, die ich hier angucke. Der Tempel verbirgt also das Tor zur Hölle. Was für eine Scheiße. Löwenkopf mit Vogelfüßen, sind das die Statuen? Das könnte sein. Ja, wenn du fertig bist, gibt es ja auch noch eine Tür, wo wir durch können. Wahrscheinlich kommt das nächste Pazuzu oder so. Paschulke heißt er. Die sumerische Unterwelt. Sumerische Nachbar Paschulke. Oh, Vorschau. Grab war das Tor zur Unterwelt. Seelenwanderung. Gepfählt. Okay. Okay, das war, glaube ich, nur der Hinweis. Mehr kann ich da nicht sehen. Also könnte man später nochmal diese Göttertexte lesen. Ich finde das immer als Beiwerk, wenn ich alleine spiele, total cool. Ja. Aber für jetzt ist das natürlich, haben wir bei Little Hope gerade auch sehr viel geskippt, weil es teilen ja auch nicht alle die Liebe für diese Kleinigkeiten. Ja, sowas kann man. Da will man sich auch nicht so lange damit aufhalten. Genau, sowas kann man alleine dann in Ruhe sich nochmal angucken. Wenn du zu mir kommst, können wir, ich glaube, deine Kiste wegschieben. Ich komme. Gemeinsam. Welche Plattform? Hast du hier schon alles gecheckt? Ja, das sind so Artefakte und da unten liegt noch eine Tagebuchseite, falls du die lesen möchtest. Achso. Aber ansonsten ist da nicht wirklich groß was. Du drehst die eh auch immer brav um, oder? Ja. Ach genau, das war wahrscheinlich der Hinweis. Ich dreh sie um, aber ich lese sie nicht. So wichtig kann es nicht sein. Und die sieht aus wie ein Stück Brot. Ja, das ist ein Artefakt. A59 oder irgendwas. Ah ja. Ein antikes Brot. Ein Plätzchen. Ein Lebkuchen. Ein großer Lebkuchen aus der sumerischen Zeit. Die guten sumerischen Lebkuchen. Besser Lebkuchen als Totkuchen. Do that. Er könnte uns unten auflauern. Shh. Leise. Ist das Joey? Er lebt noch. Joey ist tot. Das ist nicht Joey. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Es ist der. Das ist Pazuzu, der mit der Stimme von Joey spricht. Ich hab ihn sterben sehen. Ich glaube nicht, dass sie das nochmal machen. Das haben sie bei Until Dawn schon gemacht. Wir wissen es nicht. Komm her, mein Junge. Ich bin's, der Chupacabra, der Ziegenlutscher. Vielleicht auch nicht. Was? Wir lassen. Kennst du dich den Chupacabra? Doch, aber ich kannte den zweiten Namen dafür nicht. Sympathie. Ziegenlutscher oder Ziegensauger, eins von beiden, kannst du benutzen. Muss die Akte X-Folge dir nochmal angucken. Ich würde eh mal wieder ein bisschen Akte X schauen. Ich bin Salim. Okay, und jetzt, es wird gewartet, ich habe eine Cutscene hier. Jetzt bin ich Dr. Nick. Bin ich nicht schon tot? Dr. Nick? Nee, stand gerade. Nick ist
Nick ist der, der ich vorher war. Ach so. Ach nee, weil stimmt, Steve. Nee, wie hieß er nochmal? Hörst du Joey noch? Eric. Eric, der erstochene. Ja, vier Buchstaben, Ami-Name. Who cares? Oh, etwas lebt. Ich muss auch kurz Pause machen, weil schmiert mein Laptop gleich ab. Ich muss den einmal kurz laden. Mach und das mal. Dann würde ich einmal schnell verschwinden, aber du kannst ja eine Pausenmelodie einsingen. Ja, es ist jetzt Pause. Katharina geht kurz weg. Schreib mir doch mal in den... Ach, nochmal den Stuhl umgedreht, demonstrativ. Sieht mir so aus, der Stuhl, als ob das Augen wären, ne? Die so ein bisschen so, wo die Schminke verläuft. Weil sie Tränen, die Augen. Komischer Sessel. Aber vielleicht sowas bequem. Habt ihr im Chat denn irgendetwas, was ihr gerne wissen möchtet? Knapp 630 Leute hier, zumindest bei YouTube, am Start. Ich kann ja mal kurz gucken... Mal sehen, ob was der Chat bei Katharina denn macht. Weil ich habe ja einen Laptop auch hier für euch. Cookies akzeptieren, okay, auf diesem Laptop war ich noch nicht auf Twitch. Ich benutze meinen Fernseher meist. The House of Ashes. Schreibt mal was im Chat von Katharina, Leute, wenn ihr mich jetzt hört. Da kann ich euch gerne auch was beantworten. Jetzt habe ich nämlich beide auch gemacht. Ist das cool? Deadpool der Stuhl, sagt Sabazu bei mir im Chat. Ja, stimmt, ein bisschen Deadpoolig. Hallo Gregor, Kilos Mio im Katharina-Chat. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sage es nochmal für die Leute, die bei mir dann sind. Geht gerne rüber, twitch.tv/cut_casino. Ist auch nochmal vermerkt im da. Dann könnt ihr nämlich die andere Seite sehen. Und ich packe das ja eh als VOD bei mir nachher hoch, als Video bei YouTube wieder zum Gucken. Ich glaube, Katharina kann das ja auch machen, dass man bei Twitch sich das als Video angucken kann. Da könnt ihr gerne die beiden Seiten mal abgleichen. Hallo Gregor, was geht, Gregor? Das ist doch schön. Was ist bei mir im Chat hier? Wo kann man denn die alten Akte X-Staffeln streamen? Sind die bei Amazon Prime ja nicht im Abo drin? Ja, ich glaube, es war doch so, dass die das für Blu-ray in HD nochmal neu abgetastet haben und die Sachen nicht dann im Streaming-Service drin sind. Ich hatte die mal alle auf DVD tatsächlich, die Staffeln. Die alten zumindest, also bevor Blu-rays dann gang und gäbe waren, mir dann geholt. Oh, da nehme ich auch mal mit. Dann nochmal geschaut. Devil Lees fragt bei mir im Chat, kann man dein Buch auch signieren lassen? Momentan habe ich dafür noch nichts, aber ich spreche mit dem Verlag, ob es eine Möglichkeit gibt. Oh. So, hast du erledigt, was du erledigen wolltest? Yes. Ja, dein Chat hat mich gegrüßt. Ich bin kurz bei dir auf den Stream gegangen. Ah, hallo. Schön. Ja, ich hoffe, wir machen das einfach nochmal, dass du singst und dann bin ich einfach da. Mhm. Ja, bei der nächsten Ladezeit spare ich mir dann ein gutes Lied auf. Sobald die anfängt, ja, wird dann gesungen. Sehr gut. Ich bin bereit. Ja. Ach übrigens, bei mir im Chat fragt jemand noch was, und das sehe ich auch gerade. Bei mir habe ich jetzt Hirn und Herz als Logo. Ja, genau. Ich jetzt auch mittlerweile. Weil wir alles unterschiedliche Entscheidungen mal getroffen haben, ne? Ja, man sieht bei jeder Entscheidung einen Zweig. Entweder eben das Hirn oder das Herz. Und das sind diese Entscheidungen, die ich zwischendrin schon mal angesprochen habe, dass man wirklich nur dem Herzen folgen kann, nur dem Verstand folgen kann. Aber zumindest die Erfahrung habe ich gemacht, der Mix ist eigentlich schon ganz gut. Ja. So, ich muss jetzt Joey suchen. Aber es ist nur der Kopf von Joey, den ich finde. Nee, seine Brille und Blut und Hut. Okay. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns... Ah, ich habe die Brieftasche von meinem General gefunden. Er hat eine Frau. Und hier ist das Manche-Monster, das sich leider eben noch bewegt hat. Kann auch sein, dass es jetzt super dumm ist, dass ich das weghebe. Aber jetzt kannst du nicht mehr zurück. Jetzt musst du es wegheben. Wie tief ist das Scheißloch? Es ist halt eine riesige, lange Hand. Das ist frisch. Mit ganz langen Nägeln. Das ist ein echt solider Felsen. Sind die Viecher etwa dadurch? Zeugt von guter Pediküre. Ja, super. Er hebt einfach noch mehr weg, weil die Todessehnsucht ihn treibt offenbar. Vielleicht hat er Hör doch auf, Typ! Irgendein Ritual im Kopf, an das er sich erinnert.
das ihm vom Kindesbein dann eingefleucht wurde. Wenn du mal auf Pazuzu triffst... Ich sag doch, es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch. Ich renne. Ich suche nur Joey. Ich renne, ich hänge. Oh oh. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Ja, da ist nichts bei mir. Wir sollten nicht hier sein. Okay, ich stehe ihm von Angesicht zu... Angesicht gegenüber... Drück den Knopf. Konzentrier dich. Hab ich. Nicht irre machen. Gleich ist er lieb. Es verbrennt im Sonnenlicht. Oh. Surprise! Es verbrennt im Sonnenlicht. Er mag Sonne nicht. Er verbrennt im Sonnenlicht, der kleine alte Wicht. Gut aufpassen. So ist es. Dann trifft ihn schnell die Gicht. Ich weiß nicht, wo ich weiter kann, leider. Aber da hast du schon mal eins gekillt, das ist doch cool. Lass dich ja nicht irre machen. Nee, es lebt ja noch. Da geht's lang. Aber es müssen mehrere sein. Er ist schwer verletzt. Shit. Das ist jedenfalls sicher. Okay. Hier unten ging es echt richtig übel. Sache. Ich habe das Quicktime-Event nicht geschafft, aber da sind Marines. Drei Stück. Und die haben das Viech weggeknallt. Und dich auch. Es ist aber... Nein. Ich lebe noch und es ist in den Abgrund gesprungen. Das heißt, es lebt immer noch. Mal gucken, ob es jetzt mir auf die Decke fällt oder so dann. Ich bin gerade unten mit Jason und dem anderen. Nathan? Nein, war wie es ist wieder da. Es tötet gerade die Marines. Joey, bist du da? Ja, es tötet die Marines. Oh nein. Und hier läuft gerade Zombie Joey herum, glaube ich. Meinst du? Vorsichtig, Zombie Joey. Langsamer. Hier stimmt was nicht. Nick, pass auf. Lass dich nicht von Zombie Joey erwischen. So, Joe, Chabadu. Gute Theorie. Saß der König deswegen oberhalb des Schachtes, damit er immer von Sonne umgeben ist? Ah, das kann sein. Okay, Oh, ich hab den Captain erwischt da. Wie, den Captain? Den irakischen General da. Ballert, du hast ihn erwischt. Der ballert mich gerade an und ich habe zurückgeballert. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Er hat eine Frau. Granate! Was? Oh Gott, bei dir geht's ab. Gut, bei mir ging es auch gerade ab, aber jetzt ist es mal gut. Oh, Granate hat uns getrennt. Taschenlampe vielleicht? Ach nee, noch ein Artefakt. Ich habe noch einen Lebkuchen. Scheiße, Ura. Drei Männchen, die zu einer Sonne hingehen. Oh, du hast den... Stein mit Loch. Du hast den Tomb Raider Part und ich mache hier Call of Duty. Komm, Lieutenant, over! Das gefällt mir auch besser so. Ich beschäftige mich lieber mit Lebkuchen. Ja, lustig wäre es, wenn du gehst irgendwo in die Höhle dann rein und dann schwingt so Lara Croft an dir vorbei, ohne was zu sagen. Oh. Das Monster ist wieder da. Oh nein. Und irgendjemand... Ah, Nick. Dr. Nick. Wo ist Jason? Cutscene. Ah, siehst du Nick? Ich sehe Nick gerade in der Cutscene, ja. Ich sehe die gleiche Cutscene. Das ist dein Kollege hier, das ne? Das ist Salim. Du bist jetzt Salim. Ah, nee, ich bin Salim. Da steht, ja, steht oben, du bist Salim. Da ist eine Dämon. Es ist verwirrend, weil ich war beide vorher. Ja, da sehe ich ihn. Da ist er. Ein kleiner Flattermann. Der klackert auch noch so. Wir stehen das durch. Aber nur... zusammen. Tolerant nach oben. Reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wird sie getestet. Wir schaffen das zusammen. Okay? Wir vertrauen aufeinander. Ich habe gesehen, wie der Dämon eine ganze Einheit zerfleischt. Du hast ja nur ein Rohr. Außen herum. Nach dir, Superman.
Okay. Oh, ich wollte vorsichtig sein, aber ich glaube, ich habe sarkastisch gemacht stattdessen auszusehen. Sarkastisch, vorsichtig, das ist ja auch nah beieinander. Wird natürlich Quicktime geschlichen, ja? Mhm. Dann müssen die doch auch langsam sein. Slow Times. Oh. Das macht mich fertig. Quicktime? Ja, also wenn es dir vor allem auch so schnell dann geht. Name ist Bestimmung, hm? Mhm. Die bringt ja nicht so viel. Oh. Hey, heißt das, wir hätten die Waffe nur bekommen, wenn wir es fertig gemacht hätten, oder wie? Wahrscheinlich gar nicht. Oder wenn einer von uns gestorben wäre mit Bum Bum. Bum Bum. Oh, es Waffe hat holen, Waffe holen, Waffe holen, er ist weggegangen. Waffe holen, Waffe holen, ich habe nur einen. Oh. Ja, jetzt nimmst du die Waffe. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Ein General. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Jetzt schon. Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen. House of Ashes. Von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. In Lässig. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nick Kay, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Iraka. Best friends forever. Nick und Salim. Jo. Shukran, ja, Huya. Hier ist Mainman 2-1, Schwimmer Mainman 3. Hörst du mich auf? Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Bist du gerade zynisch? Nein, das war... Ich hab nicht drauf geachtet, was es war, aber es ging darum, ob ich bleibe oder mich verstecke. Also ich bin total chill. Zusammen sind wir stark. Deswegen finde ich das cleverer, da zu bleiben. Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt dann mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Deine Uniform sagt was anderes! Runter mit der Scheißwaffe! Ja, er war der Intolerante, ne? Erst ihr, dann ich! Weg mit der Waffe, sonst war's das für dich! Drück ab und ich schwöre bei Alibaba und den 40 Räubern, es ist das allerletzte, was du tust! Ich
Lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Er hat ihn Ami genannt. Ich schieß dich nicht ab, ich schieß nicht. Nee, nein. Mach das nicht. Ich habe auch als ich er war, habe ich auch nicht geschossen. Kämpfen hat keinen Sinn. Also genau. Jason. Nicht mehr. Ich sollte dich ganz einfach abknallen. Komm, Jason. Das ändert aber nichts. Ich bin schon in der Hölle. Lass es. Nimm die Waffe runter, das war der Deal. Wir gehen zurück zum Tempel. Fessel ihn. Stellt er was an? Leg ihn um. Das ist doch Quatsch. Warum hört er auf ihn? Ich dachte, wir waren Freunde. Ich kann doch nichts wählen, ja? Vielen Dank. Sag doch, du machst ihn nur so, dass es so aussieht, als ob du gefesselt bist. Ich glaube, ich wache jetzt als Rachel auf. Ja, und ich bin jetzt Jason. Also ich Rachel, bin sehr blutig. Das kann ich mir vorstellen. Das ist aber wahrscheinlich alles nur Erichs Blut. Ich bin in einem See aus Blut. Gleich knallt's. Bon. Es explodiert gerade. Wir sprengen die Wände hier. Das war der letzte. Sollte sie erst. Okay, sie checkt nicht, dass er tot ist. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Na, seine Seele hat sie ja schon lange umgebracht. Nur noch der Körper hinterher. Das Seil ist abgeschnitten. Oh, und sie denkt, ich hab's bewusst abgeschnitten, ne? Der ist auch gleich wegschneiden können. Ahnt man ja nicht. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Okay. Ich bin hier wirklich im Matsche. Ich bin immer für dich da, mein Freund Jason. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Mein Freund Nick, meine ich. Ja, falls du als Ashley da irgendwie unten langläufst, yes. Ich habe den Stolperdraht wieder fix gemacht. Also gucken, dass du nicht in eine Granate reinläufst. Meinst du? Okay. Ich frag mich, wie viele solcher... Ich glaube, hier ist granatenfreie Zone. Mhm. Oh mein Gott. Da ist irgendwas in der Matschepampe drin. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Und bewegt sich da. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Marie, irgendwas? Oh, nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Aides sans frontières. Ich glaube, das soll sowas heißen wie Ärzte ohne Grenzen. Also quasi. Also ich weiß nicht, ob es Aid auch gibt, aber... Ich schätze, ja, solange du das, die richtige Marke nicht benutzen musst. Ja. Geht dir das gar nicht nah? Wir müssen noch die Ostflanke sichern. Augen auf. Okay, also hier lebt irgendwas unter dem Blubberblut. Bindet mich los! Ist okay. Dein Kumpel ist hier und beschützt dich. Da hinten blubbert. Keine Sorge. Wir haben hier alles abgesichert. Ein Ei? Ein antiker Helm. Sicherer als hier bist du nirgendwo. Mit einer Waffe in der Hand würde ich mich sicherer fühlen. Ich gebe dir garantiert keine Waffe. Aber ich liefere dich auch nicht den Dämonen aus. Wenn Gefahr droht, sind wir hier noch bevor du Zeit zum Beten hast. Die Arbeit wartet. Gehen wir. Scheiße. Die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Ich will aber nicht näher ran. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich glaube, ich habe eine Steintafel. Wenn schon mal hier waren. Nee, eine Tagebuchseite. Mhm.
Okay, offenbar die... Okay, die Frau von diesem Expediteur hat offenbar irgendwas auf sich gezogen und scheint fast so ein bisschen besessen zu sein oder so. Oh. Zumindest sprach sie im Wahn, steht da. Jetzt bin ich... Ich sehe einen Pool ohne Wasser, aber voll Knochen. Nur Fledermäuschen, alles gut. Oh mein Gott. Oh, und jetzt finde ich hier vertrocknete Leichen von den Expeditionsleuten aus den 40ern. Der hat hier so einen schönen Hut auf, die Leiche. Ich hatte schon einen antiken Helm, den hätte ich mal aufsetzen sollen. Und ich habe jetzt einen Knochen als Waffe. Was ist das? Ja, willkommen, liebe Leute, die mich von Gregor aus besuchen. Ach, echt jetzt? Stimmt, ich habe ja beide Chats hier offen. Ah, du bist ja clever. Ich soll vielleicht den Stream aber nicht bei beiden anmachen, bevor meine Leitung hier explodiert. Ja. Okay, es ist das Dämonending, das unter dem Blut herum wuselt. Okay, ich bin hier. Das hat sich hinter mir gerade aufgebaut. Ich bin in dem Gang, wo unsere beiden Leute aus der Antike getötet wurden. Ah, okay. Mit den Stapeln, mit den Säulen. Hier jetzt in einem ganz schmalen Gang, wo auch Blut und Knochen und alles Mögliche ist. Perfekt. Ich habe mir eine Knochenfackel gebaut. Das finde ich ziemlich. Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Eine Knackel. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Oder ein Pochen. Aber da sieht man die. Das wollte ich auch gerade sagen. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Gut, Knackel und Pochen hört sich wie irgendwas an, was nur ihr da in Wien kennt. Nicht so wirksam, aber ja, holst mal den Knackel her. Ja. Diese Biester sind echt hinterhältig. Ah, hier hat jemand angefangen, das Viech zu zeichnen. Oh. Eine Skizze. Damit werden sie nicht rechnen. Oh, wir verteilen C4 gerade an den Wänden. Wir wollen das Monster fangen. Okay, also der Speichel hat offenbar eine psychedelische, nenne ich sie jetzt mal, Wirkung wie gewisse Pilze. Ah. Also nicht austrinken, wenn wir das irgendwo sehen, ne? Ah, übrigens sagt jemand, das ist hier wie eine Reise in die Zukunft und dass das Delay bei dir größer ist. Der Checkpoint war das Aber für Selbstmordattentäter. Ich glaube, bisher hat es gepasst, das wird dann auch weiterhin irgendwie... Passen. Ja, das sind ja auch die Unterschiede zwischen Twitch und YouTube. Und zwischen den Konsolen, also das muss man auch sagen, wir haben nicht nur jeder unser eigenes Internet in einem anderen Land, an einem anderen Computer, an einer anderen Konsole, anderer... Deswegen sind wir doch in diesem... Es blubbelt. Anderer Konsolengeneration. Ich will die Wahrheit, Jason. Ich habe sie erschossen und das quält mich. Oh, blubbel doch bitte woanders. Auf Weiß machen, dass es dir nichts ausmacht. Wir haben es verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Also, das... Haben wir es vielleicht verdient? Ich blubbel direkt hinter mir. Ich gehe davon aus, ich kann dem nicht entkommen. Oh, oh. Dein Ernst? Ich beichte jetzt Jason, dass als Nick, dass er was mit Rachel hatte. Seit 3 Wochen schnackseln die. Immer noch. Ja, gerade im Moment nicht, aber vielleicht danach wieder. Ja, mein Ehemann ist ja tot. Also ja, stimmt. Das macht den Ehebruch rückwirkend also auch für ungültig. So funktioniert das doch. Ich glaube, ich muss jetzt atmen. Dann Rückzug. Okay. Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funken. Ja, ich werde hier gerade... Ein Versuch.
Zweifelhaft. Wir wissen nicht... Ah, sehr gut. Ich habe aus Versehen eher Feuer gelegt und das Viech ist abgelenkt. Oh, das ist gut. Aber die Kabel... Aber nicht lang. ...irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Oh, ich werde jetzt vom Monster gleich angegriffen. Wird nicht gern darauf klettern, um sie... Maurice lebt. Was soll das? Oh, Zombie! Pazuzu-Zombie! Eric ist ein Pazuzu-Zombie. Was? Scheiße, Joey! Nee, Joey Clarice ist es. Hat mich berechnet. Na, aber Clarice lebt auch noch. Ah, aber ja, Pazuzu hat sie doch genau wie bei Exorzist 1. Der kann ja, die Körbe ist der Teufel, der vom Besitzer greift. Und Joey hat jetzt Hörner und sieht aus wie so ein Zombie. Echt jetzt? Mhm. Er hat Hörner? Ja, er hat Hörner vorne dran. Und wir durchlöchern ihn gerade. Jetzt fällt er in ein Loch, nachdem er durchlöchert wurde. Ironie des Schicksals. Hier kommt jetzt auch gerade The Descent oder The Descent, hast du gesagt. Ich bin nicht sicher, wie es gerade ausgesprochen wird. Descent ist der Abstieg. Descent heißt anständig. Ist ja auch ein anständiger Abstieg. Ja. The Decent Descent wäre der anständige Abstieg. Ah, und schau, sie hat keine Hörnchen, sie hat nämlich ihre Kappe auf. Ah, die versteckt die Hörnchen, ist ein bisschen zu selbstbewusst. Sie hat so leicht gelbe Augen. Nee, bei mir war schon, sah aus wirklich wie im Exorzist-Film, nur noch heftiger, wie fast so wie so ein Schlangenmensch fast schon im Gesicht. Ich sehe immer noch nichts draufkommen, Sergeant. Zumindest noch nicht. Over. Verstanden. Die Kameras drin haben auch nichts. Over. Bleib wachsam. Call check out. Okay, patrouilliere. Ah, gut, mein Freund. Na, die... Oh, Flashback. Explosion und Nick wird erwürgt. Sehe ich gerade. Das ist nicht cool. Nee, was geht bei dir? Sie verarztet mich gerade. Sie sieht aber nicht gesund aus. Also diese Mary, ne, die jetzt so dämonisch ist, die trotzdem noch lebt. Nein, Mary ist die Frau aus dem von der 45er-Expedition oder 46er. Clarice hat mich gerettet, die so in den Schacht gezogen wurde. Ach so, Clarice hat dich gerettet, okay. Ich dachte, und die Mary hat sehr gierig auf meinen blutigen Arm geschaut. Achso, ich dachte, du, da ist jetzt so eine, da ist Mary noch seit den 40er Jahren unten. Nee. Clarice hustet. Ja, Clarice macht's nicht mehr lange. Die ist schon halb Teufel. Oh weia. Man muss ewig hochklettern. Die Forscher haben wohl eine Ausgrabung gefaked. Sie hat Eric beim Klettern getroffen? Ich glaube, das ist eher in die Vergangenheit gemeint. Wahrscheinlich, ja. Es ist ein Steinchen runtergerollt und da hat sich dann eine sehr alte, ledrige, also ein Fuß mit sehr alter, ledriger Haut und einer, wie es scheint, antiken Sandale ins Bild gestellt. Also eventuell sind da noch ein paar mehr Kameraden unterwegs. Na, wir haben ja unsere beiden Freunde am Anfang gesehen, wie sie angegriffen wurden. Spricht auch nichts dagegen, dass einer von denen noch am Leben ist, in Anführungsstrichen, wenn der Teufel von denen Besitz ergriffen hat, Pazuzu da. Na, Jesus, was? Glaube ich nicht. Tipp aus dem Chat. Aber wer weiß, vielleicht ist es doch Jesus. Wiederauferstehen. Der ist doch bekannt für solche Wunder. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich mir... Queen bitcht mich.
Komm, sie muss überleben, auch für Erich. Sie sagt, ich umgebe mich mit einer... Also Rachel umgibt sich mit einer Eiswand. Die hat auch auf Eismagie geskillt, ist doch klar. Ja, aber Rachel steht dazu und sie sagt, es ist nun mal nicht leicht als Queen Bitch. Guck mal, es ist der Spitzname, der ihr gegeben wurde, aber sie geht da so ein bisschen drin auf. Ja, warum kann ich nicht Queen Bitch sein? Da bin ich die beste Queen Bitch, die man sich vorstellen kann. Na, ist ja tatsächlich so, dass Frauen, die direkt sind und vielleicht auch ein bisschen Forscher, schnell mal die Blöden sind. Also anerkannte Gesellschaftsproblematik. Das ist ja so bei denen, ne? Warum sind denn immer gleich zickig? Aber wir können jetzt nicht weiter darüber reden, denn Clarice hustet. Oh nein, Clarice ist tot. Überlegungen zu Vampiren hast du gefunden? Ja, also, naja, ich sehe hier lauter Aufzeichnungen aus den 40ern. Auch hier zum Beispiel. Clarice geht's nicht gut. Sie mutiert gerade, glaube ich. Okay, ich will dich da auch nicht unterbrechen. Ja, bei mir sind so Aufzeichnungen von den alten Archäologen, wo es darum geht, was diese Pazuzus denn repräsentieren. Vampire, Minotauren, konnten sie da diese geschichtlichen Figuren vielleicht inspiriert haben? Der Fluch von Naram-Sin. Gotteslästerung. Ja. Hey, wir wollen ihr offenbar Medizin geben. Damit sie wieder gesund wird, Clarice? Ja, wer weiß. Aber ich denke gerade in Richtung von vielleicht hilft sie, also wenn sie so halb mutiert ist, hilft sie uns dann eher, wenn wir... Wir haben es auf jeden Fall bis nach oben geschafft. Das ist doch gut. Ja, wenn sie ein bisschen entmutiert ist, könnte das tatsächlich einiges helfen. Wir sind natürlich auf der falschen Seite hochgeklettert. Och nee. Das heißt, ihr müsst wieder runter auf die andere Seite hoch? Ich glaube, wir machen gleich einen Stunt. Ah, Quicktime-Stunt. Ich bin bereit. Wo kann ich denn jetzt hin, verdammt nochmal? Das sieht nicht gut aus. Nein, ich nicht. Ja, du hast die geile Action und ich habe jetzt hier, ich laufe mit dem Typen durch eine Ausgrabungsstätte und schaue mir alte Tassen an. Ich bin eigentlich gerade eher Seelsorge für eine Mutierte. Das ist die Mutante, die mutierte Tante. Oder? Ja. Then I don't know. Oder er lässt mich hier jetzt herumlaufen, bis du deine Sequenz fertig gemacht hast. Das kann natürlich auch sein. Oh, war das knapp. Oh je, mit Clarice ist... Sie hat mir gerade ganz klassisch das Versprechen abgenommen, dass ich sie töte, wenn sie sich verwandelt. Ja, töte sie jetzt. Spaß ein bisschen Zeit. Nein, ich helfe ihr. Oh, da kommt mein Kollege nicht durch, ey. Nicht mal über kleine Steine drüber klettern. Ich schaffe es nicht. Mach's gut, Clarice. Ich versuche natürlich, sie zu ermutigen. Ich bin ja auch ein Teamleader. Aber ich glaube, sie hat sich schon entschieden, dass sie bleibt. Ja, die will nichts. Die opfert sich.
Und ich glaube, das ist wichtig. Also ist jetzt nur eine Vermutung, kann natürlich auch anders sein, aber manche Entscheidungen bringen ja tatsächlich was. Dass man ehrlich zu ihr war und sagt, hey, ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Und dass sie es sonst probiert hätte. Sie hat jetzt das Seil losgelassen. Arme Clarice. Ja, diese Kursaktualisierungen, die immer erscheinen, das sind diese Schmetterlingseffekte aus Until Dawn. Mhm. Die sind in jedem Spiel ein bisschen anders. Und ich, deswegen gehe ich davon aus, dass es was gebracht hat. Das könnten wir uns nachher im Detail nochmal anschauen. Oh, jetzt habe ich das richtige Dokument gelesen. Oder deine Cutscene ist vorbei. Nichts. Jetzt, ja. Jetzt hat meine hier angefangen. Jetzt sind wieder Nick und Jason, oder? Ja. Dann sind wir wieder gemeinsam. Dann sehen wir das Gleiche. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Wir kommen gerade die Frage, warum man die arme Clarice oder die Mutanten nicht ins Sonnenlicht bringen kann. Ist natürlich die Frage, ob die dann nicht eh schon verpuffen, oder? Ja, oder zumindest eher vielleicht verpufft nur die Dämonenseite. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Kommt wahrscheinlich auch auf den Mutationsstatus an. Ja, aber ist nur eine halbe Clarice dann da. Zeichen. Ach ja, wir hatten ja Luftunterstützung bestellt, stimmt, hatte ich ja gemacht. Können die uns vielleicht hören? Wobei wir sie trotzdem erst noch erreichen müssen. Ein Schritt nach dem anderen. Binde das Funkgerät, das war... Warte mal. Das war hier, wenn du mir folgst, da war das Funkgerät. Achso, du weißt es eh schon? Ja, ich bin hier die ganze Zeit rumgestapft, als du die coole Meinst Action du nicht, gemacht mein, hast. Findet hier nicht noch Glitzy-Glitzy? Ja, es war alles so Dokumente und Krimskrams. Kannst natürlich gerne gucken, aber ich bin schon mal zum Funkgerät gegangen. Ich habe schon alles mir angeguckt. Ich glaube dir. Traue mir, ich weiß, was ich nicht mache. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Ich muss noch einmal schauen, wer die Schauspieler sind. Die kommen mir beide irgendwie bekannt vor. Stimmt in irgendeiner Netflix-Serie. Oh, da hat er schon mal die Fluppen hier. Ist doch voll ungesund, mein Freund. Sie ihm das so sagen? Nö, ich sag mal nichts. Zieh die Fluppe durch. Wahrscheinlich. Tja, Salim hat eins, aber mit dem hast du es dir jetzt wahrscheinlich verscherzt. Mhm. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Das werde ich mit zuerst checken. Ob man Mervyn überhaupt retten kann. Ja, weiß nicht, wie viel... Ich möchte nicht, dass dieses Schicksal auf mir lastet. Ist vielleicht so ein Entweder-Oder. Da, wo ich nach... dem anderen geguckt habe, könnte vielleicht Mervyn dann sein als umgewandelter. Oh, Salim. Fukini. Hat er wieder sein Rohr und die Pistole genommen. Komm, hau dem General eine über. Der hat mich gerettet, im Gegensatz zu dir, du Schlingel. Ja, ich hab hier nichts... Na gut. Aber Leute, der wahre Feind ist doch Pazuzu und nicht ihr. Aber du siehst jetzt auch Salim und den General, oder? Ja, wir sehen, glaube ich, die gleiche Cutscene. Ich schätze mal... Wir werden gleich so aufgeteilt auf eine der beiden Seiten. Salim. Komm, der General hat gar keine Dämonen gesehen. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich
Moilanak. Stan, and a guy. Jetzt versucht der kleine Vampir da was zu sagen und keiner hört ihm zu. Schalt es ab! Wohnt der kleine Vampir nicht auf dem Friedhof mit seinen Freunden? War das nicht so? Ja, nur ist es dieser Friedhof. Hey, jetzt kommen ganz viele von denen. Ach, du Idiot. Ah, nee, er hat geschossen. Ah. General, ey, du Idiot. Scheiße! Nicht. Ist ja nicht so, dass wir ihm das nicht gesagt hätten, nicht? Er wird ja so oder so erwischt, glaube ich, von den Dingen, aber erst muss irgendwie noch so ein Entscheidungspunkt für uns kommen. Den kannst nicht zu also sonst wird's den zu früh treffen. Den General? Mhm. Oh, hast du gerade gezielt? Yes. Wie viel hat er denn noch von den Magazinen? Er war vorbereitet. Jetzt habe ich gezählt. Uff. Wahrscheinlich auch gleich ein Quicktime-Event. Mhm. Schätze ich mal. Krieg keinen guten Schuss! Mhm. Oh ja! Oh ja! Stein auf dem Kopf! Clever, clever! Kabonk! Wen haben wir denn da? Na! Das war Salim, oder? Shit! Ich glaube nicht! Nee, das war der General ist da gestolpert. Ich hatte ihm. Sorry, Entschuldigung. Ich wollte nur Salim nicht erschießen. Ja, sicher ist sicher. Salim hat keinen Hut auf. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dann hättest du wahrscheinlich so Headshot gemacht und die Lampe wäre auch mit kaputt gegangen hinter ihm. Ach Mist. Ich meine, vielleicht hätte es eh überlebt, ja. Aber. Ja. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Da ist der General der größte Held von allen. Aber genau solche Momente sind das, die mich dann dazu bringen, das nochmal zu spielen, weil ich mich jetzt darüber so ärgere, dass ich denke, Mensch, ich will unbedingt wissen, wie das da war. Oh, Rachel kommt. Bisschen blutig. Mach zu, mach zu, mach zu. Du lebst? Ja, mach die Tür erstmal zu. Überrascht dich das? Mach die Tür zu. Na. Er lässt seinem hier Kollege Jason das machen. Nicht mehr da. Ach, jetzt bist du traurig, oder was? Na, blöd ist das ja trotzdem nicht. Soll ich mal assi sein? Nein! Du kommst drüber weg, Rachel. Du kommst drüber hinweg, Rachel. Nicht verdient. Ich hätte auch sagen können, das war mein Ehemann, aber das kommt mir ein bisschen fehlplatziert vor. Ja, nach dem, was du da gemacht hast mit dem Ring. Iraker hat ihn erschossen. Lebt dieser Iraker noch? Ja, und er ist noch hier. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot.
Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Ja, ja. Clarice ist weg. Was ist los? Gott, oh Gott. So, sie, nein, ich bin ehrlich. War infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Ich konnte es nicht riskieren. Musste sie zurücklassen. Du meinst, Clarice ist immer noch da draußen? Das ist nicht mehr Clarice. Sie hat sich vor meinen Augen verwandelt. Ich glaub dir. Bei Joey war es nicht anders. Das zum Beispiel finde ich dann natürlich auch spannend, weil das sieht man garantiert im Einzelspieler, oder? Mhm. Wie stimmt. Joey dann war und du eben wie Clarice war. Ja, so richtig Joey habe ich auch nicht gesehen, nur herumgehuscht. Ach so, ich dachte, hast du nicht gesagt, ihr habt den fertig gemacht? Naja, es lag nicht Joey unten, sondern es war, glaube ich, eine andere Leiche, die ich gefunden habe. Ich habe nur den Hut von Joey gefunden. Es sei denn, ich habe irgendeine Leiche fehlinterpretiert, die da rumliegt. Der mich angesprungen hat, war... Nee, doch, du hast recht, das war Joey. Joey war, stimmt. Weil der andere Typ, den hast du ja vorher umgebracht. Mervyn oder so. Nee, Joey war tatsächlich so ein Pazuzu-Monster. Das war ein Unfall. Egal, was auf der Seite. Siehst du mehrere? Ja. Ich habe mehrere von den Flügelmonstern hier gesehen gerade. Mhm. Ja, wir sind noch in der gleichen Sequenz. Dann kommt jetzt The Last Stand oder so, ne? Im gleichen Raum, wo wir vorhin schon 20 Mal waren. Nicht ausreichend! Oh. Oh, jetzt hing's bei mir gerade ein bisschen. Aber jetzt geht's weiter. Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Ja, hier hakelt's auch gerade ein bisschen, aber... Es hält sich. Also die Texturen sind teilweise... Ja, manche laden nicht rechtzeitig nach, habe ich das Gefühl, ab und zu mal. Das ist so der... Leider, ich bedauere das immer wieder, aber das ist so der Fluch. Kurz nach Release. Oh, die Tür ist durchbrochen. Wir bestimmen! Ich habe den Generator nicht aufgezogen gekriegt. Es ist Descent ruckelig. Wer hat der Wichser nicht auf? Ja, das geht gerade. Zuckelt's bei dir auf der PS4? Ja. Auf der PS5 zum Glück nicht. Aber ab und zu mal Laderuckler habe ich und ab und zu mal ein paar Texturen, die ich reinkomme, aber eher seltener. Oh, jetzt brechen die durch die Tür, die Vampir-G. Jemand was dagegen? Lauft, Leute, lauft! Das hält nicht mehr lang. Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Oh, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Osttor! Osttor. Mhm. Jetzt sehen wir sie richtig. Hier! Drei, vier Stück hier. Triff eine Entscheidung, triff sie richtige aber. Ich habe schon einen den Minigun. Verloren. War jetzt nicht deine beste Idee, Rage. Shit. Sie ist so kaputt. Naja, meine Optionen waren weglaufen oder feuern. Nee, die kommt gleich. Die kommt gleich. Ich dachte natürlich, sie hat eine Option zu feuern. Ja, es läuft. Ja, er lebt noch. Gib dem mal schön jetzt Zunder. Jawohl, ja. Bomb. Ein wahres Highschool-Musical. Der Ballerei. Ich nehme schon mal den Takt an. Ja, bomb. Der gute Eurobeat. Ja, ins Gesicht. Knall sie ab.
Ich habe sogar eine Trophäe bekommen für das, was du gemacht hast. Jetzt brennt das. Oh, jetzt brennt das. Boah, explodier! Komm, feuer so wie Sonne. Die sind zum Beispiel, die waren jetzt super gut animiert. Mhm. Also. Und jetzt? Bleibt in der Mitte! Denk an den Stolperdraht, falls sie noch kommt. Oh ja. Nee, das C4. Oh. Ja, das C4. Wie viele sind denn noch von denen über? Haben wir nicht alle schon knuspert? Na, die sind ja recht robust. So als... Oh, jetzt sind wir, sind in der Opferkammer. 348 Fuß unter der Erde. Ich bin Nick. Salim. Ach, du bist anderswo? Ah, okay. Oh, ich wäre auch in der Opferkammer lieber. Das sagst du jetzt? Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Hey, der macht Witz über mein Gewicht. Oh. Also der General über Salims Gewicht? Ja, und jetzt sagt er, er ist trotzdem froh, dass er da ist. Ich glaube, lieb. Okay. Ich sagte, wir finden bestimmt hier irgendwo nochmal dann so Mary als Pazuzu Zombie oder so. Irgendjemand von dieser alten Expedition. Na, meinst du, die von der alten sind nicht schon so weit digitiert? Digitiert, ja. Argumon, ich wähle dich. Mary digitiert zu Flattermann. Mhm. Ach schau, da sind wir eher. Ja. Okay. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Aber Nick war der Gute. Jason war der Doofe. Ja. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Du auch nicht mehr. Nur ein Mox. Wack es, Pisser. Ich habe das zum Beispiel könnte auch wieder alles verändern, wenn man halt nicht drei Leute gerettet hat bis dahin, oder? Mhm. Klappe! Ja, oder wenn wir den General vorher erledigt hätten, dann wäre das auch nochmal das andersrum gekommen. Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Woher weiß sie jetzt, dass er Eric erschossen hat? Weil... Das kann sie nicht wissen. Es war kein anderer dabei. Nein, sie... Was soll ich sagen? So, er hat's hier, Nick hat's hier erzählt. Die haben ja Erics Leiche gesehen, Nick und Jason, beim Vorbeigehen. Naja, aber sie haben ja nur gesehen, dass er... Warte. Ja, sie haben nur den Toten gesehen. Hat sie für mich auch angehört. Ja, und der war ja aber durchbohrt. Ob er es sich ausgedacht hat eventuell. Ich weiß nicht, woran sie es erkannt haben. Dafür ist es zu spät. Voll der Lara Croft-Style hier mit Ashley Tisdale hier. Aus dem ersten Tomb Raider. Wir haben hier im Chat auch schon viele gesagt. Natürlich total das Tomb Raider-Feeling. Denk nicht einmal dran! Raider. Sieht aus wie Tomb Raider. Los, komm schon, aber sie ist es nicht. Sie haben jetzt Ashley Raider. Scheiße! Los! So, drück. Was ist ihr Quicktime? Die anderen beiden Clowns. Wetten, er ist assi. Der drückt nicht, ja, weil der darf auch nicht existieren in dieser Cutscene, sonst wird es alles durcheinander bringen. Warum ist Nick eigentlich gerade gegangen? Damit wir das zu dritt auch... Nee, oder? Zu dritt auch drücken? Nee, wir sind ja jetzt zu fünft. Ja, ja. Ich versteh's nicht. Er ist gerade weggegangen, naja. Er muss vielleicht einmal für kleine Königstiger. Kleine Pazuzus. Du bist Nick, ich bin Salim. Mhm. Wir sind alle hinüber. Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Texas? Nein. Oh! Ja, jetzt gehen wir direkt in die Kammer, wo die Überlebenden... Überlebe den Angriff! Oh, fuck. Okay.
Oh shit. Jason! Hi Jason! Jason! Oh, Clarice oder Mary? Na, unsere Boys aus dem Intro. Die Intro-Boys? Ah! Jörg und Peter. Genau die. Captain Baloo und Kamek. Nee, wie? Kurkuma. Kurkuma, Entschuldigung. Die General fetzt es zuerst. Ja. Ja. Das war ja doch ein Dämon. Boah. Ich hab keine Körper mehr. Aber der Sully mit dem Rohr, der kann das gut. Ja. Ja, das ist unser Johnny vom Anfang. Ach, schau, das ist der Lederfuß, den ja, ich gesehen habe. Ja, die Sandale, die du gesehen hast. Ah, Kurkuma. Ist so und so sah auch mein Kollege aus. Ah. Nur ohne Sandalen. Kruzifix. Scheiße, ich hätte Gewehr machen sollen. Jesus bringt doch hier nichts. Jesus hat ja keine Kraft. Er lacht dich gleich aus. Der beißt mir in die Finger. Ich habe auch Angst vor Jesus. Nick! Aber ich bin doch ein Guter. Auch ich glaube an etwas. Denk an Ashley. Hilf mir, Salim. Ich habe gerade nicht die Möglichkeit, sie zu schauen. Ja, mach ruhig. Immerhin kannst du gut drücken. Vielleicht hätte ich... Ashley, ich hoffe sie... Schieß, Mann! Schieß! Wieso läufst du denn weg? Ich habe das nicht entschieden. Ich konnte auch nichts machen. Ich konnte eben den Springenden nehmen oder den bei Rachel. Tja, entweder oder, ne? Aber dann hätte der Springende dich erwischt. Dann kann nur er oder Rachel überleben. Das glaube ich nicht. Es gibt irgendeine Option, dass alle überleben. Oh Gott, oh Gott, oh immer. Gott. Und jetzt werden die alle angedödelt. Ja, super. Das hätte ich eben auch geschafft. Danke. Er löst das Ding jetzt. Pass auf. Komm, Am Ende ist doch gut, dass er überlebt hat. Ja, der zieht seine Granate gleich. Na? Ja, vielleicht sowas. Der macht hier Aliens. Ihr geht mit mir runter, ihr dreckigen Schweine. Sonst hätten wir jetzt keinen... Schau. Ja, der zieht seine Granate jetzt. Ich glaube, er ist einfach nur der Köder, aber auch damit hat er uns ja irgendwie geholfen, oder? Ja, ist okay. Na gut. Nein, Chat, sind noch nicht alle tot. Vielleicht ein Teil. Alle tot. Bei uns. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Jetzt sehen wir nur leere Gänge bis zum Ende, bis zum Abspann. Pass auf, jetzt haben wir die Angriffe überlebt, aber haben uns verlaufen. Gott. Ja, wir sind nicht weiter hoch, ne? Wir sind ja super tief immer noch drin. In der Höhle. Erinnert sehr an die Endszene aus Until Dawn. Das habe ich gerade auch gedacht. Ja, stimmt. Also bei meinem ersten Durchgang bei Until Dawn habe ich... Ich habe wirklich bis auf einen alle noch gehabt. Und aus der Schlussszene kam ich mit einer einzigen Person raus. Und die hat auch noch genervt. Okay, wenn ich mich erinnere, ich glaube, ich hatte irgendwie 3 Leute am Ende über oder so. Okay, jetzt Jason. Ich versuche es immer noch mit Zusammenarbeit. Okay, Salim und Jason. Ach, das ist ja der Troll, deswegen... Oh, Mist. Wobei, du spielst ja Nick gerade, oder? Nee. Du bist Jason. Ich bin Jason, ja. Bist du allein? Hat es noch jemand geschafft? Es ging alles so schnell. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Nur dich und mich. Das ist ja großartig. Wir müssen beste Freunde werden. Ja. Ich bin dabei. Ich schwör's.
So viel haben wir nicht mehr. Ich bin der mit der Knarre. Wir haben doch nur noch uns. Anerkennen, gut, dass du hier bist. Im Ernst, ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dieter. Und jetzt erschießt du mich. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen... Alle würden noch leben, wenn der Ehering mitgenommen worden wäre. Ja, ganz genau. Hättest du den nicht weggewischt. Bisschen arg geschwollen. Aber der Feind meines Feindes, mein Freund, ist das schon doppelte Verneinung oder kann man dann... Kommen wir nochmal durcheinander. Der Feind meines Feindes, das passt sogar. Minus, minus ergibt Plus. Also den Feind deines Feindes magst du. Punkt vor Strichrechnung, ich verstehe. Alles eine Frage der Statistik. Mhm. Oder wie im Chat bei mir gesagt Bleib wird. Bleib auf der Hut vor Gefahren. Ja, lieber Chat? Im Chat sagt, wird schon über mir. Salim, Salim, eine Flasche Pommes, bitte. Ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Salim, Salim. So. Warum kann ich hier nicht rein? Ich soll was durchsuchen und ich kann hier nicht rein. Ich kann da jetzt reingehen. Ich fertig, liebe Entwickler. Was soll denn das? Ich stehe an der Tür. Händchen. Da, jetzt kannst du jetzt, du musst zu mir kommen. Jetzt läufst du einfach hier im Kreis entlang, Schlangenlinien. Da, und ja, jetzt gehen wir nochmal zur Tür. Alles suchen. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Ah, mit dem Rohr hältst du dann das Ding fest, dass wir beide durch können. Und verlierst dann das Rohr. Ich verstehe. Mokiman! Los! Jetzt pack deine Stange drunter. Oh nein, geht gar nicht. Wir können doch nochmal von der anderen... Nee, da ist Stein, bei mir ist Stein runtergefallen. Da gehe ich nicht mehr hin. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell! Sie könnten überall sein. Jaha. Jetzt räumen wir ein paar Steine weg hier. Mach ich doch schon. Ein Stein. Zwei Steine. Zwei Steine, drei Steine, zwei Steine, ich meine vier Steine. Kleinstein im Abwehrmodus. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Ein weiser Mann. Da lacht der Jason. Sind Vampire. Wir müssen zusammen. Genau sein Humor. Sie zu besiegen. Oh. Wir sind Freunde. Wir sind cool. Sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Jason ist so unsympathisch, schreibt jemand. Ja, jemand muss ja der Standard 2003 Ami sein. Hm? Ach, du bist eh drüben. Ja. Das war gerade eine so knappe Kiste, dass ich dachte, das Spiel hat jetzt einfach gesucht. Ja, du. Ach, du musst tatsächlich Quicktime machen. Ich musste gar nichts drücken. Also du hättest mich fast zerquetscht da. Nein, ich hab dir geholfen. Oh, sieh's mal so. Guck mal, ein Sarkophag. Ich habe eine Tafel. Ich auch. Auf dem Sarkophag. Ah, mein Rohr. Das gute alte Rohr. Mhm. Kameraden heißt das. Und ich habe mein Rohr geworfen, wie noch niemand ein Rohr geworfen hat. Boah, ist doch nett. Ja. Oh, wieder so ein Loch hier. Was ich sagen wollte, der Jason wird ja eh schon so unsympathisch gemacht. Ich meine, der kommt da hin und das Erste, was da steht, ist intolerant. Da ist ja klar, wenn die irgendwie in einem anderen Gebiet sind, dass es dann irgendwie darauf hinausläuft, dass er einfach die Leute da vor Ort wahrscheinlich hasst. Ja, also weil so haben wir ihn ja jetzt gar nicht gespielt. Also das kann man Ärger machen. Genau, du musst ja die Archetypen haben, wo du dann entscheiden kannst, brichst du aus dem heraus oder nicht. Wenn ich an Until Dawn zurückdenke mit dem... Highschool-Schnösel da, ne, mit dem Jock, der dann aber potenziell Mike. Ja genau, einer der Helden werden kann, wenn du ihn so spielst.
du hast hier auch noch eine Tafel gehabt. Ja. Ah, nee, das ist ein Artefakt. Okay. So, und dann gibt's nur Ausgangstür. Ja, okay. Was war das, was du gerade hattest in der Ecke? Eben nur ein Stück Papier? Ja, da steht irgendwas hier. Wir lagen alle falsch. Bla, 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 alle tot. Also, Klassik. Dark Pictures Anthology. Typischer Kram. Unleserlich ist tot. Nicht genau. Unleserlich. Unverständlich. So, wenn du durch bist, kannst du zur Tür kommen, wenn du die Sachen gelesen hast. Okay, ich habe nur gerade nochmal umgedreht. Wir hatten doch dieses Expeditionspaar von der Lady Bradshaw, die irgendwie diese sumerische Brosche umhatte. Und die Mary hat die offenbar irgendwie geschnappt. Und das Wesen, das auf dieser Brosche drauf war, war wie eins, was sie da auch schon entdeckt haben. Okay. Das geht alles viel tiefer in der Geschichte, als wir dachten. Remember 9/11, ey. Und jetzt guckt er auf die Mütze. Was bedeuten die Symbole? Oh nein, jetzt rede über 9/11. Kommissär, die Toten. Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Vielleicht bist du auch ein kleiner indoktrinierter Schnösel. Es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Fluss. Oh, Storytime mit Salim. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Jetzt hilf mir, diesen Fisch aufzumachen. Ich meine diese Tür. Jetzt kommt ihr doch aus diesem Opferloch da. Die Zombies. Das ist der Orkbrunnen. Oh, da kommt der Oberbösewicht. Schau dir an, der sieht noch böser aus. Ich finde schön, wie sie die Finger so. Der genießt das richtig, wie er da rauskrabbelt. Öffnen. Mach jetzt das scheiß Tor auf! Wir sind dabei, mach das Ding auf. Ja, jetzt ist alles auf. Zack! Messer ihn! Messer rein! Yeah. Gedärme raus! Ja, alles raus, was keine Miete zahlt! Der Stangi! Ja, vorsichtig! Stich da Stangi. Oh Mann, ey, fast schon wieder jemanden getötet, weil ich einfach die Events zu gut gemacht habe. Du bist einfach zu gut da drin. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ich meine, ist natürlich als Mechanismus gar nicht so blöd, weil man legt es natürlich extrem drauf an. Ach schau, hier kann man eh noch was an. Ah nee, da waren wir eben. Man legt es ja extrem drauf an, dass wirklich alles gelingt und dass man alles so gut macht wie möglich. Mhm. Und natürlich ist es nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, wenn man dann dabei auch noch Konsequenzen abschätzen soll. Ja, das kann man natürlich alles nie vorher wissen. Okay, so viel ist hier nicht. Ich sehe nur einen Spalt auf der anderen Seite. Ich schaue immer nur nach Glitzer. Ja, Glitzer finde ich hier irgendwie nicht. Glitzi, glitzi. Da, ist so draußen. Nee, nicht wirklich. Aber ein weiteres drinnen. Ist wohl eine Krankenstation. Ah, dann finden wir da bestimmt Hinweise auf Mary. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte.
No risk, no fun. Ja, hier machst du wenigstens ein bisschen Glitzer. Was haben wir denn? Eine Tasse. Chemiewaffen, oder? Ein Foto. Schönes. Nein! Was Dummes. Geh nicht zu mir, geh nicht zu mir, geh nicht zu mir. Schau es alles durch. Ich hab mich verdrückt. Bitte schau es ja, alles durch. Ja, du kannst ja Kreis drücken wieder zurück. Und dich weiter umschauen, falls du beim Ausgang bist. Ah! Das habe ich inmitten meines Schrecks nicht gesehen, danke. Das passiert einem natürlich im, schau Mary, sag ich ja. Im Einzelspieler nicht so. Da gehst du halt raus und du gehst raus. Niemals. Ja, okay, hier wartet er, bis der Player 2 quasi angekommen ist, sonst kannst du wieder zurück. Sie trinken Blut. Vampire. Nein, nicht nur Blut. Oh, Bewegung unter der Haut. Sie ernähren sich von der Angst der Opfer. Das kriegen sie echt gut hin. Aha. Da ist noch eine Truhe. Ich habe hier noch was in der Zelle gefunden. Hatten wir das schon? Tagebuch schaut das ja, aus. Ja, in der Zelle hatte ich nur die Leiche auf der rechten Seite gesehen. Schwarzer Onyx. Einen schwarzen Edelstein habe ich gefunden. Es gibt irgendeinen Saboteur. In der alten Expedition. Mary hatte recht, wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Tja, so ist das nun mal. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Und da ist noch irgendwas mit der Lady Bradshaw, dass da irgendwas... Ich glaube, uns fehlt gerade ein Dokument oder vielleicht hast du das auch gefunden und ich habe es nicht gelesen, wo dieser Dialog zwischen Mary und der Frau Bradshaw da war. Das könnte sein irgendwo. Was immer da... Es sind dann aber, wie gesagt, auch Optionen für die Solo-Mission. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? JK, da geht's zu Harry Potter. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, ja. Oh, die heißen Quellen. Erstmal ein Bad. Haben wir so all den Strapazen. Haben wir ein Nachtsichtgerät? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Aber ich habe ein Feuerzeug. Was aber, ist aber hübsch, ist aber hübsch mit dem Wasserfall und alles. Eigentlich ganz nice. Vielleicht war einer Innenarchitekt von den Vampiren. Ja. Hat das alles designt. Oh. Gute Frau in der Brieftasche. Das war sie, bevor sie gestorben ist im Krieg. Nee, ist von dem anderen Typen. Ich meine jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ach, die Brieftasche vom General. Ja. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Das ändert alles. Das Arschloch von vorhin. Er hat's nicht geschafft. Ich sollte nicht urteilen. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Die meisten Menschen sind gut. Ja, ich will dich so weit bringen, dass Salim sich für mich opfert. Die meisten Menschen sind gut, Gregor. Ich weiß nicht, was du daran nicht verstanden hast. Und nicht gut zum Opfern. Ja, gut zum Opfern. Du hast es ausgedrückt. Ganz korrekt. Hier kommt gerade der Hinweis, dass wir schon auf jeden Fall über die Hälfte durch haben. Also 75% ist hier sogar die Rede. Ich hätte gedacht, wir warten mal auf die nächste Kurator-Szene, weil mich das wundert, dass der bisher nur einmal da war. Wie oft taucht er denn normalerweise auf? Dreimal oder so? Also ich glaube, in Little Hope war der insgesamt 3 oder 4 Mal da. Ganz schön. Ja, ich kann es auch nicht abschätzen, wie weit wir sind, weil mal tiefer, mal größer. Es hat sich auch gerade vorhin nach Finale ein bisschen angefühlt. Toll, habe ich auch schon gedacht, ja. Alter, was geht denn da? Sind wir bei den Aliens da unten? Ja. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist mir jetzt fast ein bisschen zu fancy. Also wenn man sagt, die wohnen da in dieser... Sie müssen runtergegangen sein. Ja, vielleicht mögen die so Stimmungsbeleuchtung. Neonröhren.
Die Seilwinde sieht gut aus. Irgendjemand muss doch diese Seilwinde hier runtergebracht und aufgebaut haben von den Leuten. Das ist logistisch ein großer Aufwand. Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen! Starte es! Du spinnst! Also, solange ich mein Rohr habe, fühle ich mich sicher. Von da unten? Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich seit... Wie so ein Speerwerfer, so. Aber nur einmal kannst du es werfen. Oh, aber immerhin da ist... Ist das ein Bummerrohr? Okay. Okay, hier ist ein Aufzug. Geht dieser Aufzug nur nach unten oder nur nach oben? Das wäre die Frage. Er geht nach unten, ne? Ich meine, will Jason die jetzt, will er die Vampire an der Quelle bekämpfen für Amerika? Ich glaube, er will einfach nur von denen weg, die oben sind, oder? Ja, und dafür gehst du zum Nest runter, wo die unten sind. Den ist ja keiner mehr im Nest, weil alle oben sind. Naja, ich glaube, einer wird da verschlafen haben, oder? Babys vielleicht. Er ist doch sicher hier, ja, könnt gerne rein. Das ist absolut stabil. Ich meine, wir hatten eh keine große Entscheidungsgewalt, oder? Ja, ich konnte nichts klicken hier. Aber da ist schon so ein schönes Loch im Gitter. Da würde ich mal fast drauf wetten, dass wir da gleich mal... Das springt uns was an. Ein uraltes... Schau, Kurator-Time. Wenn man vom Teufel spricht. ...und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Rachel hat zurück ans Licht gefunden. Schade, dass ihr Mann nicht dort war, um sie zu empfangen. Lebten getrennt. Trotzdem schade. Nur ein Name steht im Buch. Das ist zu verschmerzen, in Anbetracht der Umstände. Hoffen wir mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich finde, da waren wir aber eigentlich schon sehr diplomatisch. Jo. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder er ist doch fix im Jenseits. Hast du es gesehen? Da war ein bisschen Skeletti drunter. Ich habe es gesehen. Wie sieht es denn bei dir aus? Wollen wir dann noch weitermachen? Oder meinst du, also wir haben ja eh schon ordentlich gemacht. Ich denke mal, wir haben ja jetzt noch einen guten Part vor uns, dass wir das für eine nächste Session doch mal aufsparen. Die große Frage ist, wir haben ja jetzt mit unserem Setup so lange rumgetan und eigentlich steht es jetzt. Warte mal, wir machen mal kurz. Ja, wir gucken mal die Pause. Kurz mal Pause, ja. Also ob wir, weil die nächste wird wahrscheinlich dann recht kurz ausfallen, so oder so. Mhm. Ob wir sagen, das Setup steht, wir suchen uns eine Agenda, weil jetzt machen wir es ja wirklich komplett frei, so wie es uns in den Sinn kommt. Mhm. Und machen das nochmal mit. Wir wollen, dass sie ein Liebespaar sind oder wir wollen, dass sie sich hassen oder so. Und spielen es einfach nochmal im Multiplayer. Oder wir spannen uns einfach den Rest auf und machen nächstes Mal zu Ende. Ja, ich würde fast sagen, wenn wir jetzt aufhören, ich wäre erstmal dafür, lass es uns einmal beenden. Ne? Mhm. Weil man weiß, also wir wissen ja noch nicht, wenn wir uns eine bestimmte Agenda dann suchen, dann kann das so marginal nur ein bisschen was ändern, dass wir effektiv nochmal das ganze Spiel hier dann machen. So wie es ist. Und das ist so ein bisschen was eher, was man, glaube ich, in Ruhe alleine ausloten kann. So ein Multiplayer durchspielen geht, glaube ich, auch nur einmal richtig. No? Ich wäre sonst dafür, wenn wir es aufgebaut haben, ich meine sinnig, wir haben jetzt noch nicht ein ganz fixes Datum, aber wahrscheinlich irgendwie so in Richtung Dienstag, bisschen später. Genau, Dienstag wäre cool, da ist hier nämlich Feiertag. Da können wir nochmal zusammenkommen und die Stunde, zwei, wie viel das jetzt auch nochmal dauert, solange wir das Setup zwischendurch nicht zu viel ändern müssen, dann nochmal fertig machen und dann das hoffentlich gut abschließen, auch wenn es den Ehemann gefetzt hat. Ihr sagt gerade, jemand ist doch nicht mehr so viel. Also 75%, ich meine, wir spielen jetzt trotzdem schon fast 4 Stunden. Naja, okay, lass es vielleicht 3,5 sein, weil wir haben ja am Anfang ein bisschen Technik-Trouble gehabt.
Genau, ja, also ich, klar, wir können es jetzt durchballern oder so, aber dann, oh, nochmal das Ende angucken und alles. Und dann ist auch schon in der Nacht, ne? Und ich wäre dafür, wir machen jetzt erstmal Schluss und Ja. dann machen wir es dann am Dienstag fertig. Ob es jetzt eine Stunde oder eineinhalb ist, ist, glaube ich, auch mal ganz gut. Es muss ja nicht immer ein 3-Stunden-Stream sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir können ja vielleicht mal, wenn wir hier gerade dabei sind, auf Sammlungen und Charaktere gehen. Siehst du das, wenn ich das offen habe? Ich kann das bei mir anschauen, also auf Weil meinem das wäre Fernseher. ja. Ich würde nämlich gerne mal schauen, also. Okay. Ich weiß nicht, ob ich auch deine Geheimnisse sehen kann oder nicht. Genau, das überlege ich nämlich gerade, weil ich habe aktuell zum Beispiel nur 4 Bilder. Bei Bilder, ich auch. Der Durst. Löwe, das Männchen. Also bei mir heißt erwacht, Enge, Durst und gefehlt heißen Ach, die. schau, weil ich habe Tageslicht und Kameraden. Ich habe Durst und gefehlt nicht. Okay, dann sind das wahrscheinlich, weil du andere Sachen angeguckt hast, wurde bei dir das anders freigeschaltet und nicht für uns beide jeweils. Aber auch gut zu wissen, dass man das wirklich alles doppelt anschauen muss, weil wir haben hier jetzt tatsächlich Geheimnisse übersprungen, weil der andere die jeweils angesehen hatte, dass man es für die eigene Galerie dann braucht. Was ich gerne anschauen wollte, waren diese Rabenschwingen. Das ist bei Kursrichtung. Das ist eben der Schmetterlingseffekt. Also ich meine, das kennt ihr ja, wenn ein Schmetterling irgendwo mit den Flügeln schlägt, kann das irgendwo, ich glaube, einen Taifun auslösen oder so heißt Ja, das. genau. Den. Ein bekannter Saga. Und hier sind eben die verschiedenen Sachen, die man beeinflussen kann. Und wenn wir uns einfach mal unten links anschauen, bis in den Tod, sieht man eben, wie die Verbindung von den beiden waren. Und wir haben da lustigerweise nur Köpfchen. Genau, da habe ich bei uns, genau, bei uns beiden ist der Köpf, oder zumindest beides ist Köpfchen bei mir. Erik starb bei dem Versuch, Rachel vor Genau. dem Sturz zu bewahren, und auf der rechten Seite Rachel überlebte ihren Sturz und kehrte zur Gruppe zurück. Genau, und Also. schau, da sieht man dann einige Entscheidungen, die getroffen wurden. Also oben links bei Dr. Stokes steht Rachel war ehrlich zu Clarice oder Clarice, als sie krank wurde. Guck mal, Und das habe ich gar Clarice nicht. blieb. Ah. Weil du, das hast nur du gesehen. Ich habe gar nichts mit Clarice und Rachel gesehen bei So, mir. dann sind die auch nicht bei uns aktualisiert. Okay. Also, es hat, Okay. also da, das, was du gemacht hast, hat, denke ich mal, auch Schmetterlingseffekt bei mir dann gehabt, weil du hast die Wahl ja getroffen für uns. Aber wenn ich es nicht gesehen habe, taucht es da im Moment bei mir nicht auf. Die anderen habe ich alle was, oder zumindest eine Seite, bei der ich dann eine Entscheidung treffen konnte. Aber ganz links ist gar nichts bei mir. Das ist ein leerer Rabe. Okay. Ja, die finde ich immer ganz, ganz spannend. Also ich meine, Luftunterstützung zum Beispiel, siehst du das? Luftunterstützung, ja, das sehe ich. Oben rechts. Da ist bei mir nämlich zum Beispiel der rechte Flügel ist blanko. Bei mir auch. Links habe ich Also das heißt, Gehirn. da hätte noch was passieren können. Ja, genau. Weil in der Übersicht sieht man, was das wohl sein sollte, aber wenn wir, also wenn ich reingehe, habe ich da auch nur blank auf der rechten Seite. Und fast alles, also wenn ich bei mir bei den Sachen hier mal durchgucke, alles ist Gehirn bei mir. Kein Herz oder so zu sehen. Falls das einen Unterschied macht. Ich habe oben rechts. Ich war doch Rachel die ganze Zeit. Ich habe oben rechts eine der Kreaturen trieb Rachel in den Katakomben in die Enge und infizierte sie. Okay, ja, das steht bei mir jetzt auch da. Aber wann ist das passiert? Soll das? Ich weiß es auch nicht. Wann war denn das? Das muss das gewesen sein, vielleicht wirklich mit Clarice oder so, als du das hattest. Aber da ist doch nichts, erinnere ich mich falsch. Nick wurde verletzt, haben wir noch, das weiß ich nicht mehr. Okay. Gut, ich persönlich finde, diese ganzen Sachen klären sich eigentlich, wenn man es mehrfach gespielt hat. Also ich verstehe vollkommen, da haben wir ja auch letztens drüber gesprochen, du bist dann jemand, der sagt, ich habe das einmal gemacht und das passt so für mich. Ich liebe das halt, diese Detailentscheidungen nochmal zu machen. Also zu Little Hope habe ich tatsächlich da gesessen und alles Mögliche ausprobiert und mir wirklich notiert, wo es dahin geht. Ich finde es halt total toll. Das Problem dabei ist, man kommt eben auch auf ein paar Sachen, die sich nicht verändern. Also wer sich an Man of Medan erinnert, da kann man ja am Anfang zu so einer Wahrsagerin gehen und sucht sich einen Stein aus. Das ist total Schnurz, welchen ihr da nehmt.
Das ist halt einfach, man wird quasi an das System herangeführt. Deswegen kommen am Anfang solche Entscheidungen. Bei Little Hope gibt es sowas auch am Anfang, die dann halt ein Detail, das sich durchs Spiel zieht, verändert. Und solche Sachen wie mit diesem, ja, infiziert oder macht Clarice was anderes, wenn man unehrlich zu ihr ist und all solche Geschichten. Das kann sein, dass das nur kleine Unterschiede sind. Es kann aber tatsächlich sein, dass es eben auch die Story sehr entscheidet. Weil stellt euch vor, die wäre jetzt mitgegangen. Die wäre dann ja auch irgendwo dabei gewesen. Vielleicht hätte sie uns aufgegessen. So ist es. Ja, das sind Sachen, die man natürlich wirklich dann ausloten kann, aber du hast auch schon gesagt, ich tendiere mehr dazu, also wenn es nicht komplett in die Binsen geht, so wie wir es bei Detroit hatten und ich die Hauptcharaktere sterben lasse, dann bleibe ich beim Durchlauf und dann ist es auch gut so, weil ich es sonst ein bisschen zu sehr entzaubere und sich das dann zu mechanisch für mich anfühlt, dann irgendwann, okay, dann wäge ich nur ab, was ist denn mechanisch besser als emotional, durch das Spiel durchzugehen und akzeptieren, wenn man es auch mal vergeigt hat, hier ist normalerweise die bessere Wahl, aber ich kann sie mich auch nicht immer dran halten. Ja, total. Also ich meine, das finde ich auch ganz wichtig, das haben wir im Vorfeld auch abgesprochen, dass wir das wirklich so spielen, wie wir spielen wollen. Also natürlich war dann, soll ich das Seil durchschneiden oder nicht? So, da will ich dir dann einerseits nicht reinfuschen, andererseits überlege ich natürlich, was ich dann gemacht hätte. Ich hätte es wahrscheinlich beim ersten Mal auch nicht abgeschnitten. Aber beim zweiten Mal, wenn die Wahl ist. Ja, jetzt ist auch gut. Dann würde man es halt fix abschneiden. Dann würde er wahrscheinlich überleben, weil er ja nicht erschossen wird. Mhm. Genau, aber ja, ich verstehe dieses Argument, dass man sagt, es ist zu mechanisch. Deswegen, um darauf zurückzukommen, wir haben uns entschieden, wir spielen das so, wie wir es eben spielen wollen. Mhm. Mir persönlich macht es, wie gesagt, Spaß, das dann zu tun. Aber natürlich wird es irgendwann auch langwierig. Also wenn man wirklich alles durchspielen will und bei solchen Spielen bin ich dann irgendwie schon auf Platin-Kurs. Dann hat man dann noch einige Spielgänge vor sich. Ja, zum Glück ist nicht zu lang für Platin, um es zu holen mit den ganzen Sachen. Ja. Also so ein 50-Stunden-Spiel, das wird sich da wohl nicht ausgehen. Also bei Until Dawn zum Beispiel ist es da schon um einiges schwieriger, weil das natürlich, ich schätze mal, so ungefähr die doppelte Länge hat von allen Teilen der Anthologie. Ja, aber dafür, ja, Until Dawn kann dann aber auch noch mehr mit den Charakteren und mit allen machen. Das war ja dann noch ein bisschen was anderes. Dafür hast du hier bei jeder Episode was Neues. Wenn du sagst, mir gefallen Geister auf dem Schiff nicht, dann bin ich jetzt im Irak und habe Dämonen. Ne, oder bin in alten viktorianischen Häusern unterwegs oder was auch immer. Also da kann man auch mal sagen, vielleicht wenn einem eine Episode nicht liegt, machst du bei der anderen. Und bei der kannst du dich aber richtig austoben. Ja. Dann, wie ist denn dein Zwischenfazit? Es ist wie die anderen. Muss man eben so sagen, ne? Also man weiß ja, worauf man sich einlässt, wenn man mittlerweile so ein Supermassive-Game-Spiel dann bekommt. Ich finde die Charaktere hier zumindest einen Tacken interessanter als jetzt Man of Medan, weil Little Hope habe ich nicht gespielt. Mhm. Aber bei Man of Medan fand ich das zu abziehbildmäßig. Ne? Also du hattest dann so deine Archetypen, als wenn die von der alten schlechten TV-Serie wären. Das ist ja der Neidische und das ist der Ängstliche und dies und alles. Hier hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen differenzierter ist. Mal gucken, wie diese ganze Chose drumherum funktioniert, weil es schon dick aufgetragen mit, okay, wir amerikanischer Patriotismus, aber eine Sache, wo wir jetzt im Nachhinein, wie wir alle wissen, schon ordentlich denen dann ins eigene Fleisch geschnitten hat, wir mit Suchen nach Kriegswachen bei Saddam, wird das also nochmal für Sozialkritik benutzt. Mal gucken, wie das am Ende funktioniert. Na, ob das nicht dann zu weit vorgeschoben ist. Bisher war es in Ordnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass da so herausragende Schauspieler oder so bei sind. Ne, das war auch alles okay, aber nichts, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist ja krass jetzt hier. Mm. Also jemand wie Rami Malek oder so aus Until Dawn, da konnte ich auch so, den kann ich da nicht. Aber ich habe gesagt, okay, das ist aber ganz interessant, der Typ. Und dann siehst du, der taucht auf einmal überall auf. Ja, den kannte man wirklich da noch nicht so, ne? Ja, ich kannte ihn überhaupt nicht. Und dann ist auf einmal in 1000 Serien und Filmen drin. Ne? Vielleicht habe ich auch nur nicht drauf geachtet oder so. Und da hatte ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass wir abwarten, bis zum Ende ist. Ich weiß auch nicht, müssen wir hier noch was abspeichern oder bemerkt er sich, wo wir zuletzt waren, wenn wir zum Hauptmenü gehen? Wir können das ausmachen, also der merkt das. Okay. Der weiß immer quasi, diese Sequenz vom Kurator wird wahrscheinlich dann jetzt vorbei sein, wenn wir das nächste Mal reinstarten. Und dann sind wir direkt dabei bei dieser Sequenz, die wir jetzt nicht mehr anschauen. Nee, das passt doch ganz gut. Dann machen wir das so, ne? Dann sage ich erstmal Danke an die Leute bei mir im Stream. Danke an die Leute bei dir im Stream. Und ja, danke schön. Natürlich ganz großes Danke an dich, dass wir dann die ganze Zeit jetzt hier aufgewendet haben, es nicht nur das Setup zu machen, sondern dass wir endlich mal gemeinsam gestreamt haben, trotz der Entfernung. Ne? Die macht es ja nicht unbedingt leichter.
Das stimmt. Also ich glaube, wir haben das jetzt auch so ganz gut mal gemacht, dass wenn in Zukunft nochmal irgendwas ist, wo wir Bock drauf haben, dass wir einfach wissen, das ist eine gute Lösung, dass wir gemeinsam streamen können. Das freut mich natürlich auch sehr. Und dass wir uns das jetzt gemeinsam angeschaut haben, weil ich mag die Reihe sehr, sehr gern. Mhm. Ja, es ist immer dasselbe, aber ich mag diese anderen Settings eigentlich echt gern, weil sie, wie gesagt, eben auch immer diesen, ich will nicht sagen Anspruch, weil das ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber es basiert immer auf irgendwas. Und dann diese Gedankenspiele zu haben, wie geht das weiter? Was ist jetzt wirklich da gewesen, schon an Unterbau? Also zum Beispiel, sind es wirklich sumerische Götter? Mhm. Sowas, sich da am Ende nochmal reinzufuchsen. Das finde ich immer ganz cool, eben auch diese Collectibles zu sammeln und sich da nochmal reinzulesen, weil man das natürlich jetzt in unserem Durchlauf so ein bisschen beschleunigt. Und die Frage bleibt auch, also wenn jetzt die nächste Staffel, also es wird ja angekündigt, da wird es noch einen Abschluss der Staffel geben oder ein letztes Spiel, vielleicht sogar das letzte insgesamt. Man weiß ja nicht, ob die Anthology dann fortgesetzt wird, weil das war ja auch ein wesentlich größerer Aufwand, glaube ich, als wie sie es vielleicht erwartet haben. Am Anfang sollten ja auch eigentlich alle viel schneller kommen, die Episoden, bis sie mal fertig sind. Ob dann es vielleicht irgendwie so einen übergreifenden Bogen gibt, trotz der unterschiedlichen Geschichten, dass das irgendwie zusammengeführt wird. Wer weiß. Wenn sie fix machen über den Kurator. Ja. Also es wird irgendwas sein von wegen, ich glaube eher war es Meta. Also so wie das, also Little Hope war ja auch gerade ein Spiel, wo es sehr viel um eine Meta-Ebene ging, wo er natürlich gut reingepasst hat. Und ich meine, wenn er uns jetzt schon wieder so viele Hinweise drauf gibt, dass er sowieso alle irgendwann mal trifft und was weiß ich, dann werden sie irgendwie verbunden sein. Man hat natürlich bei den einzelnen Geschichten nicht so die Tiefe, wie du sagst, die man bei Until Dawn hatte. Aber ich bin gerade nicht sicher, wollen sie 6 oder sogar 8 Teile machen für die Anthologie? Also ich glaube, der nächste ist der letzte, tatsächlich, haben sie jetzt aber gesagt. Aber das ist ja erst der vierte. Ist der vierte. Es können mal 6 geplant gewesen sein. Ich weiß, dass ich zumal noch mit da noch mal Interviews gemacht habe und die dann darüber ausgefragt habe. Also es war schon ambitioniert. Und dass sie vor allem an, also sie machen ja nicht eine Episode fertig und dann fangen sie erst komplett neu mit dem nächsten an, sondern sie arbeiten parallel an den Sachen, ne, und sind mit manchen dann früher fertig als den anderen. Es kann sein, dass was wir hier sehen, ist schon seit 4, 5 Jahren in Arbeit eigentlich immer wieder so peu à peu, bis es mal fertig ist. Wenn sie schon bei anderen Sachen ganz viel fertig haben, kann ich jetzt nicht sagen oder würde ich nicht glauben, oh, wir hätten noch 3 Episoden mehr, die sind aber nur zur Hälfte oder 3/4 fertig, die schmeißen wir jetzt weg, sondern die würden auch noch irgendwie fertig gemacht werden. Ja, das, vielleicht finden wir das raus bis nächstes Mal, wie viel da eigentlich geplant ist. Weil ich bin, also 4 ist definitiv nicht die Zahl, die ich im Kopf hatte. Eher, also ich schwanke zwischen 5 und 6 und irgendwann habe ich auch mal 8 gehört. Aber 4, es soll ja auch weitergehen. Das ist es ja eigentlich. Oder sie machen 4, damit sie jetzt Until Dawn 2 als großes Projekt dann angehen können. Hier kommt auch gerade auch bei YouTube letztens in den Kommentaren gelesen, es sollen 8 sein. Kommentare ist natürlich immer die Frage, was ist die Quelle, wo kommt das her? Aber ja, also die 8 ist auf jeden Fall irgendwo mal gewesen. Ich will mich jetzt nicht auf eine Presseaussendung festlegen, aber ich meine, ich habe auch mal irgendwas nachgefragt und da hieß es 8. Genau, ja, da sollte man mal aufpassen, wie das vernünftig funktioniert. Dann sage ich dir nochmal danke. Na, dann beende ich hier den Stream mal bei mir. Und geht gerne rüber zu Katharina und followt da nochmal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir werden nochmal über Social Media dann ankündigen, wann es weitergeht. Wahrscheinlich Dienstag. Und dann machen wir die letzte Stunde oder so fertig. No? Genau, machen wir. Gut, dann sagen wir tschüss. Ich klicke auf Stream stoppen und mal sehen, wann er bei mir anhält. Klack. Ja, tschüss, macht's gut.